So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen vielleicht einen möglichen Kennerspiel des Jahreskandidaten. Wir wissen es noch nicht, aber es ist ja auf der Agenda. Es hat in war das in Frankreich auch nominiert? Hat es da gewonnen? Es hat gewonnen, oder? In Frankreich hat doch La Familia gewonnen beim Expertenspiel. Beim Expertenspiel, das war ja Kennerspiel bei denen. Das könnte sein. Na, wir haben Jana dabei. Nicht die Jana, die ihr vielleicht noch aus dem Chat kennt. Von aus dem Spielebuch, vom Spieleamt. Es gab eine Jana im Chat. Sitzt JM. Die Ach stimmt, die ist Jana. Die ist Jana, genau. War ja auch Psychologin. Genau. Genau. Und ja, ich mag es immer sehr. Ihr kennt das auch von Pau vor einem halben Jahr, der auch nachts um 12 angerufen hat um 1 und meinte, braucht noch wen zum Spielen. Wir so, das ist der Spirit, den wir brauchen. Und da wir gerade noch einen kleinen Absacker spielen wollen, ist doch jetzt die Weiße Burg genau das Richtige. Weil der Spirit, der vergeht immer so schnell. Ob das an den Gästen liegt? Man weiß es nicht. So. Ich brauche noch mal eine kurze Mini-Einführung. Ich hoffe, du hast es so gut drauf, dass du es erklären kannst. Genau, ich muss noch mal in die Anleitung gucken. Aber wir müssen noch kurz für die Spielvorbereitung. Ich glaube, hier sind plus eins mehr als Spielende. Von denen werden als Paar zusammengelegt. Das sind die Gärten? Nein, das sind diese Startkarten. Da, es sind so viele Ressourcenkarten wie Person seid plus eins und legt sie aufgedeckt als Reihe aus. Sieht genauso viele Aktionskarten und legt sie aufgedeckt unterhalb der Ressourcenkarten aus. Die eine Ressourcenkarte und eine Aktionskarte bilden ein Paar. Ich gehe jetzt ins Sakrileg und lege sie über die Karten, nicht unter die Karten. Brauchen wir die auch noch? Die sind fürs Solospiel. Genau. Dann würfeln wir, glaube ich, plus ein Würfel pro Anzahl Spielende, also 4 in unserem Fall. Das ist Nummer 7. Und wir Personen seid plus 1. Ordnen die dann in aufsteigend an. Ja. Und quasi den niedrigsten hier auf die Stufe, die anderen mit. Mhm. Mach ich? Nein. Früher einfach mit dem Schild. Na, ja, eine Sache muss ich glaube ich noch nachlesen. Gerne, gerne. Du weil ich habe das ja noch, ich glaube einmal bisher nur mit mehr Leuten gespielt. Da gibt es ja die berühmte Würfelstapelregel. Ja, man durfte irgendwas stapeln. Ja, nur wenn man mit mehr als zwei Personen spielt. Wenn man mit zwei Personen spielt, darfst du das nicht. Was kostet das jetzt eigentlich, wenn man das kauft? Die. Guck, da musst du zurückspulen, hab ich sie vorgestellt. Die Weiße Burg. Ah, okay. Ja. Kostet nur 32,90. Ohne Rabatte. Ja, ich glaube, man kriegt es auch. Ja, bei Talia zahlt es eh maximal die Hälfte. Und ganz so wenig vielleicht nicht. Hallo Biene. Oh, hallo Biene. Hallo Corinna, hallo Cole, hallo Nele. Hallo alle anderen. Jana ist nicht der Otroma. Jana, was ist dein Lieblingsspiel? Dann kennt man dich ja schon, bald, wenn das weiß. Ja. Carcassonne. Aber ich spiele auch erst seit einem Dreivierteljahr. Das ist das erste Mal hier, das wird sich verändern. Also Nicole von Nicoles Minigarten hier wahrscheinlich im Chat, die spielt auch so ungefähr ein Dreivierteljahr. Das würde die wahrscheinlich das Lieblingsspiel. Ah, die hat Achinova. Achinova. Spirit Stimmt. Island. Mag sie auch sehr gerne. Oh, echt? Das war ihr erstes großes Spiel. Ich glaube, sie war neu, Shatter gerade angefangen im Spiel, meinte, was soll ich mir kaufen, das ist richtig gut. Leute haben gesagt, Spirit Island. Und heute sagt sie immer, es war ganz leicht, aber damals war es noch so, boah, das ist ganz schön Anleitung und schwer und ich habe noch nie sowas gespielt und jetzt ist das so Kindergarten für sie. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe Carcassonne einmal gespielt, das war vor über 10 Jahren. Ich wüsste gar nicht, wie es geht. Ich habe es jetzt wieder entdeckt. Ich habe es ja mit meinen Eltern gespielt und meinen Neffen und die feiern das auch richtig. Ja. Und mit Erweiterung wird es auch also wirklich gut. Also es ist ja auch so komplexe Spiele, also Leute, die sehr komplexe Spiele spielen, so als Absacker, glaube ich, immer noch gern Kacke. Hier, Ralf Querfurt, der ja das Exit sich ausgedacht hat, der ist vierfacher Carcassonne-Weltmeister. Wow. Der spielt das auf einem ganz anderen Level. Ich weiß nicht genau, welche Teile da noch sind, welche noch kommen, so was man für coole Kurven bauen kann. Also ich weiß nur so einen groben Überblick, was es gibt, aber jetzt nicht, wie viele von welchem da sind oder so. Hallo Mutter! Und es sind. Das ist eigentlich ganz cool, es ist entspannt. Ja, Kohl spielt Carcassonne auch noch regelmäßig.
Toll, okay, was machen wir? Ich habe auch meistens, also vor 10, 15 Jahren hauptsächlich gespielt. Ja. Wir haben ein Würfeldraft-Arbeiter-Einsatzspiel. Also Würfel sind Arbeiter. Abgesehen von diesen, aber das sind eigentlich keine Arbeiter. Auch wo sie aussehen wie Arbeiter. Sehr gut. Ja, tun andere Dinge. Mhm. Aber was wir im Brettspielen als Arbeiter verstehen, sind die Würfel. Mhm. Und das Besondere oder der Kniff in diesem Würfeldraft ist, man kann sie immer von rechts oder links nehmen. Mhm. Also rutschen immer nach, ne? Genau, die rutschen dann von immer nach, wo es gerade frei ist. Mhm. Der linke Würfel, der niedrigere in der Regel, also wenn du 4-4er hast, ist natürlich geil, dann nimmst du immer den von links. Das ist der, der noch einen kleinen Bonus gibt. Das sieht man ja an der Laterne. Mhm. Hierbei hat man nämlich auch ein Tableau-Builder, ein kleines Engine-Building. Das heißt, hier siehst du das Laternensymbol. Mhm. Das heißt, wenn du den Würfel ganz links nimmst, dann kriegst du auch immer das, was die Laterne dir sagt. Da. Ja. Mhm. Man sieht nämlich hier an den ganzen lustigen Karten, die hier liegen. Man kann die dann, wenn man sie einmal freigeschaltet hat, hier neben die Laterne legen und dann will man hier eine ganz schöne Reihe triggern, die einen Boni gibt. Weil wir haben in diesem Spiel nur 9 Züge. Also es ist ein sehr schnelles Spiel dahingehend. Das heißt, wir wollen Kettenzüge machen. Wer die meisten Kettenzüge hat, gewinnt. Das war letztes Mal. Ich hoffe, das klappt heute auch wieder. Genau. Wenn wir einen Würfel genommen haben, sagen wir zum Beispiel, ich will diese 4, das ist ja offensichtlich, dass ich gerne die 4 haben will, dann kann ich sie auf einem der Würfeleinsatzspots einsetzen. Es gibt hier keinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würfeleinsatzspots. Die haben eine Zahl drauf und eine Vorgabe an Farbe, was man machen kann. Mhm. Ich könnte den zum Beispiel einsetzen, kann ich aber nur das obere machen, weil hier ist ja der schwarze Würfel gefordert. Der obere Teil von der Karte. Mhm. Ja, der obere Teil. Und hier respektive. Zum Beispiel wir haben hier einsetzen, wo da keine 4 steht? Ja, will man vielleicht sogar, weil das ist nur ein Referenzwert. Mhm. Der sagt mir, was ich noch dazu zahlen muss oder kriege. Wenn ich ihn hier einsetze, muss ich gar nichts machen. Der gilt einfach. Setze ich ihn hier ein, bin ich 1 im Plus, kriege eine Münze. Mhm. Setze ich ihn hier ein, müsste ich eine Münze zahlen. Weil du 1 drunter bist. Weil ich 1 drunter bin. Und hier würde ich 3 Münzen bekommen. Hier kriegt man immer 3, das ist das Notfallfeld mit dem Brunnen. Das heißt, glaube ich, du kriegst ein Siegel und eine beliebige, also nicht alle 3 Ressourcen, sondern eine beliebige, der, das ist vielleicht auch ganz gut, kriegst aber auch immer die 3 Münzen. Und hier dürfen so viele Würfel liegen wie überhaupt, weil generell sind die Plätze begrenzt. Liegt hier schon einer, darf man jetzt im 3-Spieler-Spiel noch einen drauflegen. Dann ist der Referenzwert aber der dieses Würfels. Das heißt, wenn da eine 6 liegt, mache ich es für die anderen schon sehr unattraktiv, dahin zu gehen. Und eine 1 will man da eigentlich auch nirgendwo nach unten legen. Also du hast endlos viele Münzen, dann hast du aber vielleicht in deinem Leben in diesem Spiel etwas falsch gemacht. Ja. Aber ja. Und es gibt noch 3 weitere Spots auf deinem Board. Da sieht man, die geben einem immer hier schon was. Und man hat hier dann noch eine Aktion dazu liegen. Die kommt hier über den Draft dazu. Die ändert sich aber im Spiel auch immer. Stimmt, man nimmt die und legt die dahin. Weil man nimmt dann Karten, dann wird die hier runtergeschoben und dann wird die ersetzt. Genau. Und je mehr von seinen Männchen man platziert, also es gibt hier Gärtner und ich glaube, das sind Bürokraten, also Ministeriale und Soldaten. Guten Tag, Mutter. Und je mehr man von denen wegtut, desto mehr kriegt man auch durch diese Bordaktion. Immer das, was dann frei ist, ne? Immer das, was frei ist. Es gibt 3 Ressourcen, die man hier trackt und die sind eigentlich immer nur mit einer Sache assoziiert, denn wir wollen ja auch irgendwie Siegpunkte machen und man kann im Endeffekt über 3 Sachen Siegpunkte machen. Reis bezieht sich immer auf die Gärten. Das heißt, da will man Gärtner einsetzen. Stahl bezieht sich immer auf Soldaten. Da will man die einsetzen. Und die Soldaten interagieren, das sieht man hier an dem Multiplikator, mit der Burg. Die Burg ist alles hier. Diese Felder, das ist vor der Burg. Das ist quasi der Burgeingang, das zählt noch nicht zur Burg. Und da setzt man die Bürokraten ein, über einen Schritt. Dafür braucht man den Permut. Das sind die ganz oben. Genau, das sind die ganz oben. Und die will man über diese Aktion, das ist die, die auch am meisten Punkte bringt wahrscheinlich, hier nach oben bringen. Weil je nachdem, wo sie sind, bringen sie so viele Punkte. Genau. Und dann hast du hier noch den Multiplikator dazu, weil der Multiplikator ist nur mit der Anzahl, nicht mit der Stufe. Genau, das ist im Prinzip das Spiel. Was man noch beachten muss, ist, oder besondere Dinge, die es gibt, zum Beispiel am runden Ende, die Gärtner, wenn man hier zum Beispiel die einsetzt, die haben auch bestimmte Fähigkeiten, wenn man die einsetzt. Also sagen wir, ich habe hier einen Gärtner, es kann nur ein Gärtner von mir auf einem Feld stehen, aber es kann mehrere von einem Spielerfarbe, also mehrere Spielerfarben stehen. Dann kann es sein, dass es in einer Einkommensphase am Ende der Runde, das sieht man hier, also zweimal am Ende der ersten und am Ende der zweiten Runde, nicht am Ende der dritten Runde, triggert das. Also diese Aktion, die kann man dann im Endeffekt machen. Wenn man da steht am Rundenende, mache ich was, da steht. Aber nur,
wenn da noch Würfel auf der Brücke stehen, stehen da keine Würfel mehr, dann triggert das nicht mehr. Also es kann sein, es ist eine der Interaktionen in dem Spiel, dass du siehst, ah, hier grün hat hier zwei stehen, dann nehme ich vielleicht mit Absicht hier den letzten orangen Würfel raus, dass du dein Einkommen da nicht kriegst. Also es muss kein Würfel mehr sein, damit das nicht gemacht wird. Genau. Okay. Also du hoffst, spekulierst drauf, dass du eher da Würfel noch da sind, damit du dein Einkommen bekommen kannst. Was passiert hier? Da hast du eben, je mehr Soldaten da drin stehen, diesen Multiplikator. Und ich nehme mir einen Würfel hier und dann mache ich die farbig passende Aktion dazu. Nein, du nimmst einen Würfel und setzt ihn ein zu der Aktion, passt. Zum Beispiel hier könnte ich den einsetzen. Dann ist das die Aktion. Das sind die Kosten. Genau, das ist Brücke, das ist Tempel, das ist da. Okay. Oder ich setze direkt da rein, dann kann ich es gleich machen. Aber das kann ich quasi nur. Das sind ja auch die Aktionen, die dann hier angegeben sind. Das ist nicht wenn das ich, unbedingt. Wenn ich hier den Würfel einsetze und er schwarz ist, dann kannst du das unter. Dann kann ich die Aktion machen, wenn ich den Würfel einsetze und er ist nicht schwarz, dann kann ich nur eine von den oberen Sachen machen. Das und zwar ist das bei Orange Rot das und bei. Okay. Ja, genau. Das heißt, weiße Würfel und rote Würfel sind das besonders attraktiv. Besonders diese drei Aktionen, die gibt es gar nicht so oft. Da musst du immer ein bisschen schauen, weil man vielleicht dann in einer Runde, wenn die schnell belegt sind, es gar nicht machen kann. Deswegen gibt es hier am Anfang auch diese leichten Ausweichfelder, dass du es auch über dein Board eventuell machen kannst. Ist halt teuer, weil du hier den 6 liegen hast. Dann vermutlich. Da muss man immer ein bisschen gucken. Brauchst aber halt auch die Ressourcen dafür, dass sich es lohnt. Aber nur, was man eben hier bekommt, wenn man einen Soldaten einsetzt, man muss doch immer das zahlen, in Rot, also hier zum Beispiel in Stahl, weil das das besonders lukrative Feld ist, dann kommt, passiert aber auch gleich das, was hier drauf ist. Was man hier sieht, das ist das Kranichfeld, das ist eine Art Einsehensleistung. Soldaten setzt man dann aber unabhängig von den Würfeln ein. Oder wenn du den da unten wenn du die Aktion hast, die bedeutet, zahl den Stahl und setz einen Soldat ein. Die bedeutet, zahl Permut und mach das, was draufsteht. Hier kannst du zwei Dinge machen. Du kannst das und eine der beiden machen oder halt nur eins von beiden. Hier mit der zwei Münzen Aktion setzt du immer einen Bürokraten oder wie auch immer er heißt, hier ans Tor und dann kannst du sagen, entweder für zwei Perlmutt ich gehe einen Schritt hoch oder für fünf Perlmutt ich gehe mit einem zwei Schritte hoch. Der auch schon hier stehen kann, dann kann ich mit dem anderen. Ja, dann kannst du gleich da ganz hoch gehen. Und da will ich zuerst sein, dann kann ich mir das Feld aussuchen, das ich bekomme. Ja. Und du kriegst hier auch noch eine Laternenaktion. Das war was für Aktion? Und wer hier oben steht, kriegt auch 10 Punkte dafür. Was war das? Das ist das, was du hier unten baust. Ah, dann quasi ich handle dann das ab und krieg zwei Schritte hier. Das sind zwei Siegel, die sammelst du hier. Ah. Das sind zwei Siegpunkte und das ist die Brunnenaktion. Das war die Kranichleiste, ne? Ja. Ja, genau, die Kranichleiste ist der Kranich, da gibt man hier Schritte vor. Was besonders ist, das legt die Spielerreihenfolge fest. Die kann wichtig sein, wie gesagt, weil es nicht so viele von diesen Spots gibt. Und man hat den ersten Zugriff auf die Würfel. Kann auch gut sein. Immer wenn man hier drüber gehen muss, dass man das darf, muss man Siegel zahlen. Diese Punkte sind, glaube ich, irrelevant. Da kommt man fast nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen, aber ich spiele das Spiel auch nicht gut. Ja. Als ich das letzte Mal gespielt habe, hatte ich 10 Punkte im Spiel, alle anderen hatten 0. Die ganzen Punkte gab es erst am Ende. Wir hatten am Ende 80 Punkte oder so alle, aber während des Spiels kann es sein, dass man nicht so viele Punkte macht. Ich noch keine 80 Punkte. Das ist dann nicht ungewöhnlich. Ja. Wenn man hier hochgeht, das ist auch noch Besonderheit, also wenn man mit einem seiner Männchen da hochgeht, kriegt man die Karte, wo man drauf geht. Das heißt, man nimmt die, tauscht die gegen die, die hier liegt und die, die hier liegt, legt man hier unter. Und dann sieht man immer, hier ist immer was drauf, was man dann wieder für die Laterne bekommt. Und hier kann man 7 Karten hinnehmen? Oder was hattest du für 7 gesagt? Aber du hattest irgendwas von 7 erzählt oder habe ich das falsch nachher noch? Oh, stimmt, das Siegel. Ja, das, dann habe ich das. Das 7. Siegel, ein sehr guter Film. Von Ingmar Bergmann. Ja. Das war gut. Aber man kann doch direkt hier oben hingehen. Ja. Weißt du, was mit 7? Es gibt maximal 7 Ressourcen. Die man haben kann. Mehr kann man nicht haben. Am Ende des Spiels, wenn man halt hier oben auf der 7 ist, kriegt man dafür auch noch 2 Siegpunkte. Hier ist auch ein Umtauschwert, ein genereller, den man hat. Also ein Siegel, immer eine Münze, 2 Siegel, eine beliebige Ressource. Und das war's, glaube ich, soweit. Und hier kriegen wir gleich Startressourcen auch schon, ne?
das ist jetzt unsere Wahl, was wir nehmen können und basieren darauf die Startressourcen. Ich glaube, es geht in umgekehrte Startreihenfolge, das heißt, du darfst anfangen. Wie kriegt man die Ressourcen mal hier? Kriegt man den Reis und da hinten? Da muss man Reis zahlen. Ach, da muss man Reis zahlen. Die bekommt man zum Beispiel hier rüber, dass du sagst, wenn du die Aktion machst, kriegst du immer was. Man kriegt aber auch hier zum Beispiel Ressourcen. Hier kriegt man Ressourcen, hier kriegt man Münzen. Wir können ja erstmal spielen und dann ergibt sich das bestimmt. Hier liegen nur zwei oder sind die noch vom Beispiel weg? Die sind alle vom Beispiel. Okay, ich darf mir zuerst das aussuchen. Ich weiß genau, was ich tun möchte. Was heißt das hier? Du kriegst diese Karte und kannst sie gleich da unten hinlegen. Aha, und damit kriege ich Siegel. Wofür brauche ich Geld? Geld brauchst du zum Beispiel, um die Leute hier einzusetzen. Mhm. Manchmal brauchst du es auch hier zum Umwandeln, um noch eine Aktion zu triggern, wenn du den Karten hast. Mhm. Aber ist nicht so wichtig wie die anderen Ressourcen, hätte ich gesagt. Hm. Zwei Reis. Oh. Und du brauchst es natürlich, wenn du Kackwürfel hast, um die einzusetzen. Das stimmt natürlich. Also will man schon ein bisschen Geld haben. Ne? Na, das will man schon, weil manchmal will man ja auch immer die Links nehmen, um dann die Laterne zu triggern. Zum Beispiel, wenn du das halt in Kombination nimmst und hier schon eine Verbesserung hast für deine Laterne, dann willst du es vielleicht auch machen. Genau, wenn ich mir jetzt das nehme, würde ich das mit der Brückenaktion nehmen, könnte ich hier wen einsetzen. Na, die Brückenaktion legst du ja dann hier rein. Genau. Dann hast du, wenn du eine der Aktionen machst, kannst du die Brückenaktion machen. Genau, das heißt, ich möchte da eigentlich gerne deinen Reis haben, damit ich das auch nutzen kann. Und da beim Tempel will ich Permut haben. Mhm. Also das ist relativ einfach. Soldaten, Eisen, Burg, Permut, Garten, Reis. Mhm. Und jetzt habe ich hier gar nicht so drauf Gütertropfen geworden. Das war schon okay. Dann möchte ich gerne, das ist ja immer ein Geld, ich will das hier, glaube ich. Dann lege ich das hier. Mhm. Und da, das drehe ich auch gleich um, ne, wenn ich das bekommen habe. Das heißt, wir bekommen jetzt die Geldkarte, lege die schon mal dahin. Und dann bekomme ich zwei Reis, ein Stahl, Münzen nehme ich mir hier, sind das Münzen? Ja. Und ein Siegel. Und dann lege ich die auch hier hin. Und man führt noch eine helle Aktion auf der Karte durch, die man auf das sein Tableau gelegt hat. Ah ja, das habe ich gerade beim letzten Mal, wo ich Solo gespielt habe, vergessen. Also wenn man die Karte legt man ja dann hier drauf, sobald man sie bekommt, dann hat man die drei Aktionen quasi neu verfügbar und dann darf man, glaube ich, initial auch eine davon gleich ausführen. Okay. Die kommt auch hier gleich mit hin? Welche? Nee, oder kommt die, Ja, diese Startkarte kommt dann hin, sonst hättest du ja am Anfang nichts. Du kriegst mal eine extra. Okay, sehr gut. Cool. Dann darf grün bist du. Was hast du denn übrig gelassen? Nur das Beste. Das Spiel ist sehr gut in seinem Geldwert. Hallo Shark. Von dir ist das Spiel tatsächlich gut gefallen. Die Weiße Burg. Hat eine Geschichte, findet man bei Wikipedia. Ich glaube, ich möchte von allem ein bisschen was. Und das hier. Sie befinden sich in der Stadt Himeji in der japanischen Präfektur Hyogo. Heißt, glaube ich, auch der Weiße Reiher eigentlich. Ja, von 1346, da wurde es gegründet, ist immer noch erhalten, ist aus Stein und Holz. Sieht auch sehr hübsch aus. Wurde 2015 erst renoviert, 5 Jahre lang, und ist wieder freibegehbar. Sie hatte nämlich, sie ist jetzt erst wieder die Weiße Burg, weil sie hatte vorher durch Verschmutzung dunkel gefärbte Dächer. Ich weiß nicht, ob ich auch noch ein Foto von sehen, aber jetzt ist wieder die Weiße Burg. Genau, da war sie nicht ganz so weiß. Da war sie halt ein bisschen schmuddelig. Und jetzt ist sie wieder richtig weiß. Nett. Ja. Guck mal, hier Bildungsauftrag war noch. So. Haben wir ja viele Japanophile. Ja. Allein K ist ja auch Japan. Ich würde da auch gerne mal hin. Ich war da nicht. Japan ist schon cool. Da würde ich auch gerne hin. Du hast noch eins von den beiden Sets nehmen. Sammeln doch mal Spenden, damit wir da auf die Japan, den Japan Games Market können. Machen wir bald ein Crowdfunding, das nächste Weihnachts-Crowdfunding und dann reißt der Brettspielblock goes to Japan. Da fahre ich auch schon gar nicht auf. Tokyo Game Market heißt der, glaube ich. Irgendwie, es gibt eine große Spielmesse. Die soll ja. Hast du auch für den Überblick? Ja. Ich nehme halt nur so bis hier. Da, ist das dann 3 von jeder Ressource? Ich glaube, du darfst dir 3 aussuchen. 3 aussuchen. Okay. So, sonst wäre die Karte dafür nicht. Ich kann jetzt aber fragen. Vielleicht hast du das übersehen. Übersehen, weil weiß ich.
Die Schacht ist recht klein und kompakt, ja genau. Es hat so einen sehr netten Solo-Modus, der ist sehr, sehr einfach. Deswegen habe ich das auch mir geholt und stoße die rote Kathedrale gerade ab. Vielleicht bald in der Verlosung hin. Sehr gut. Ich habe schon wieder vergessen. Ich nehme mir einfach mal einen von jedem. Mhm. Du sagtest, das Originalspiel heißt der heißt Reihe, oder? Die Weiße Burg. Denn man sagt auch der Weiße Reihe dazu, glaube ich. So. Das hat mich irgendwie an die in der Junge und der Reihe. Mhm. Ich glaube, es ist halt auch in Japan sehr stark symbolisch aufgeladen, der Reihe. Und der Kranich, beides. Hier in Europa eher nicht so. Ach, Kraniche sind schon auch schön. Gibt ja schon Menschen, die auch sich so in die Sümpfe fahren zum Kraniche beobachten. Ja, gibt für alles Menschen. Mag sein, ja. Was ist das hier? Das legst du jetzt hier. Das heißt, wenn du jetzt hier einen Würfel legst, um dieses Einkommen zu bekommen, darfst du auch gleich die Aktion machen. Okay. Solange bis du dir hier eine Karte nimmst, dann würdest du ja quasi die hier hinlegen und die da drunter schieben. Deswegen steht auch. Ne, wo steht denn was auf der Rückseite ist? Nirgendwo. Da ist immer eine Münze drauf. Ah, immer eine Münze, okay. Nur hier unterscheidet sich es, glaube ich. Nee, hier ist immer ein Siegpunkt drauf. Und hier ist ein Kranich. Gehe ich immer auf den Kranich, weißt du vor? Ja. Nice. Das glaube ich auch immer gleich. Ja. Okay. Cool. Dann hast du auch die Ehre, den ersten Zug zu machen. Super. Ja, First Pick ist doch super in so einem Würfeldraft-Spiel. Die Würfel sind komplett raus, ne? Ja, es ist nur gut, dass ich schon so einen Überblick habe, was wie das Spiel funktioniert. Nein, die Sache ist, du hast jetzt von jeder Ressource eine genommen. Mhm. Das heißt, dir fehlt, um die guten Aktionen zu machen, fehlen dir ein paar Ressourcen. Ah, das ist schlecht. Du hättest natürlich jetzt schauen können, willst du vielleicht eine der guten Aktionen schon machen, weil auf die hast du jetzt den ersten Zugriff. Mhm. Dann hättest du jetzt auf eine Ressource setzen können, um halt schon gleich dafür zu zahlen. Oh, mit dir gleich. Zum Beispiel, dass du sagen können, okay, ich nehme hier ein zwei Perlmut, dann kannst du auf jeden Fall, weil du auch das Geld zum Start hast, gleich die Burg besetzen. Dahingehend sagen, ich platziere den, gehe gleich hoch, dann könntest du das halt gleich nutzen. Dann habe ich das natürlich jetzt gerade gemacht. Natürlich, kannst du das nochmal ändern, ist ja nichts passiert. Kannst aber auch sagen, ich will erst auf den Gärtner spielen, dann kannst du auch die reinen Reis nehmen, wobei ich sagen würde, das Perlmut ist wertvoller als der Reis. Biene findet Kraniche beobachten auch toll. Ist auch cool, wenn die Kraniche sind doch. Das ist auch schon mal so ein Highlight, wenn die dann, wenn man die immer hört, wenn die wieder nach Hause kommen und wegfliegen und so. Natürlich nicht dasselbe wie Schwalben oder Zipzalz, alles sind schon krass. Ich kann manchmal sagen, Storche beobachtet, das war schon interessant. So, was hast du jetzt empfohlen, was ich tun soll? Eine der Hauptaktionen hier besetzen. Mhm. Also mit dem Würfel da hängen. Genau, du kannst überlegen, wie genau du es machst. Vielleicht lohnt es sich, den schwarzen Vierer zu nehmen. Dann kannst du gleich den Laterne triggern und dir wieder einen Stahl machen. Was kann ich triggern? Also du hast jetzt Reis genommen. Ja. Wenn du Reis nimmst, nee, dann wirst du... Nee, ich wollte ja nicht Reis nehmen, sondern ich wollte... Hier wolltest du Perlmutt nehmen. Perlmutt hattet ihr mir empfohlen. Genau. Das sieht alles für mich. Kannst aber auch noch eine andere Ressource nehmen, weil du brauchst für das nur zwei. Du könntest noch ein Stahl überhalten zum Beispiel. Ja. Ich würde vielleicht... Oder ein Reis. Ich würde vielleicht zwei Perlmutt und einen Stahl nehmen. Dann machen wir das. So viel Beratung gibt es nur beim ersten Zug. Ja. Und dann sagen, du nimmst den Würfel. Mhm. Weil wenn du den nimmst, ist ja, du siehst ja hier, für die gibt es immer noch den Laternenbonus. Das ist aber einer, der so hoch ist, dass du nur eine Münze drauf zahlen müsstest. Deswegen würde ich den nehmen, dass du den Laternenbonus trägst, nochmal einen Stahl kriegst und dann vielleicht die Burgaktion machst. Okay. Dann kannst du da noch zwei Münzen zahlen und zwei Perlmutt. Das heißt, du platzierst gleich einen, gehst gleich einen Schritt hoch und trägst dann hier gleich ja schon wieder die Boni, dass du eine der Karten hier nehmen kannst. Und gleich noch eine der weißen Aktionen ausführen kannst. So kannst du dir hier zum Beispiel, wenn du das machen würdest, gleich wieder zwei Perlmutt machen. Und du hast nur 9 Aktionen. Also jede Aktion will weise gewählt sein. Muss pressen. Gott, das Spiel ist ganz schön komplex. Dafür, ich glaube, man kommt schnell rein. Ja. Nee, es geht. Ja, genau. Der erste Zug, wenn man das einmal alles durch hat, exerziert hat, dann geht's wahrscheinlich. Jetzt habe ich diesen Viererwürfel. Mhm. Aber es tut schon sehr, sehr weh, wenn man so einen Dulli-Zug hat im Spiel, weil man weiß, man hat nur 9, das ist halt wirklich bitter. Und ich bin so schlecht. Schon was für Gewicht haben, die Züge. So, du willst einen 4 nehmen? Nee, soll ich den 9? Dann weiß ich nicht, was ich tun sollte. Du kannst natürlich schauen,
Was du alternativ zu dem machen kannst, ist, dass du, wenn du die schwarze 4 hast, die noch hier platzierst, dann kriegst du noch eine Münze zurück, musst aber ein, für die Aktion dann ein Siegel zahlen. Ausgeben. Ist die Frage, ob dir das wert ist. Aber wenn du sagst, ah, okay, Münzen sind dann vielleicht mein Problem, dann lohnt sich das vielleicht sogar mehr. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber hier würde man einen Stahl bekommen, dann müsste aber eine Münze zahlen. Und würde dann einmal hier unten alles auslösen. Ja, aber das ist ja keine der Hauptaktion. Wie Hauptaktion? Das hier. Das ist ja nur die Laterne. Ja, das will man vielleicht nicht machen. Nee, solange die Laterne noch nicht ausgebaut ist, dann lieber erst mit den Ministerialen hoch. Stimmt, ich habe jetzt mal hier für eine Burg gemacht. Oh, das war gut. Ich kann mir das Wort noch gar nicht vorstellen, so richtig, wie das alles hier funktioniert. Es wäre gut gewesen, wenn vielleicht auch von euch irgendwie den ersten Zug gemacht hätte. Du willst ja so ein bisschen Engine-Building betreiben. Ja. Und da ist schon gut, schnell diese Karten wegzukriegen, weil dann nimmst du ja die, drehst die um und hast hier schon mehr, was du kriegst für die Laternenzüge. Das heißt, als erstes die Burg zu machen, ist schon gar nicht so schlecht. Du hast mir einen Tipp, mach die Burg zuerst. Dafür hast du auch das Permut genommen. Da wollte ich hingehen, ne? Damit geht das, wenn du diese... Also du hast ja sowieso einen schwarzen Würfel platziert, das heißt, du kannst nur diese Aktion machen. Ja. Du hast eine 4 auf eine 3 gelegt, das heißt, du kriegst erstmal eine Münze. Okay. Und du hast ja die von links genommen, das heißt, der füllt auf. Ja. Das heißt, deine Laterne triggert. Das heißt, du kriegst einen Stahl. Ein Stahl, ja. Und jetzt kannst du die Burgaktion machen. Hier jetzt schwarz. Muss ich ein Siegel ausgeben. Ja, Siegel musst du ausgeben. Um die Aktion hier zu machen. Das heißt, damit kannst du das hier unten machen. Okay, und dafür muss ich 2 Geld bezahlen. Das auf jeden Fall. Um einen von den Beamten, den ganz links. Genau, den ganz links. Hier kannst du jetzt runtersetzen. Und jetzt kannst du noch Perlmut ausgeben für Schritte. 2 oder 5, du hast wahrscheinlich nur 2. 2, ja. Dann kannst du in einen dieser Räume gehen, ne? Und würdest dann die entsprechende Karte bekommen. Ja. Und dann würde eine neue Karte hinkommen. Und du würdest die weiße Aktion einer Karte triggern und die Karte, die du hast, runterlegen. Eine oder beide? Eine. Eine. Das heißt, hier würdest du 2 Ressourcen bekommen. Wieso die weiße? Weil es immer die weiße. Ja. Weil es immer die schwarze weiße. Schwarze darf man nicht. Okay. Eine Ressource und ein... Einmal das hier alles. Wie nehmen wir es falsch machen? Das sind Siegel. Siegel, genau. Eine Ressource und ein Siegel oder ein Stahl und ein Reis. Ist Permut und Laterne. Laterne ist ja auch nicht schlecht. Wenn du sie gerade abgebildet hast. Na dann leider noch nicht. Aber ja. Also bei mir ja schon besser, aber ich habe da schon 2 Sachen. Ja, ich habe ja noch nicht das Ziel, das richtig. Feine Herr. Wer hat, der hat. Ich will das doch verlieren. Ist ja egal, welche Karte ich nehme, oder? Ja, es kommt davon. Kommt doch mal, was du haben willst. Was ich haben, ja. Das kommt auf deine nächsten Züge, was der klar ist. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Dann ist es erstmal egal. Dann nehme ich die einfach, die? Ja. Nee, die in der Mitte. Und dann kommt hier ein neuer hin, ne? Die wird umgedreht. Die legst du so, dass du die Aktion siehst. Weil die kannst du ja jetzt hier rüber triggern. Ah, okay. Und jetzt machst du noch eine der Aktionen. Ah, okay. Die lege ich hier drunter, ne? Die legst du hier drunter. Das ist schön. Alles korrekt, Vincent. Also das kriege ich jetzt noch nicht, das Weiße. Wenn du es jetzt triggern möchtest, eine der beiden Aktionen, dann über beim Bekommen der Karten kannst du eine von den beiden Sachen machen. Okay, dann... Nein. Kein Würfel. Du machst entweder das oder das. Dann nehme ich Ding für die Sicherheit und... Jetzt kannst du schauen, wenn du noch einen Stahl machst, ist ja vielleicht ganz nett, dann kannst du zum Beispiel schon einen Soldaten beim nächsten Mal hier platzieren, wenn du die Übungsgelände nimmst. Wenn das ist, was du machen willst, kannst du sagen, spiele ganz arg hier drauf. Dann brauchst du eher Permut. Versuchen wir das einfach mal. Stahl ist super. Ja. Dann darf schon... Das war's, ne? Da ist grün dran. Namensschild, es gibt bestimmt Namensschilder, Cole. Es gab beim letzten Mal auch Namensschilder für die Konten, sie lagen nur leider in Göttingen. Was doof ist, gut. Ja, stand vorhin drauf, Brettspielblock Con 2023. Das heißt, ich konnte sie jetzt nicht wiederverwenden. Ich habe in der Mittelschule auch sehr viel Takenoko beigebracht den Kindern. Vielleicht solltest du sie ohne Jahreszahl das nächste Mal machen, dann kannst du sie, wenn sie nicht aufgebracht werden, das nächste Mal. Aber so ist es eine noch persönliche Erinnerung. Weil du nimmst ja nicht so viel Andenken mit. Ich habe mein Namensschild vom letzten Mal immer noch auf meinem Bücherregal liegen. Ja.
Ich werde noch schön drucken lassen. Ich bin dran. Diese schwarzen Würfel, die sind schon... Also so langsam erschließt sich das mir. Mhm. Das war, bei mir ging es beim neunten Zug los letztes Mal. Da war ich voll drin. Ja, so voll drin bin ich noch nicht, aber so langsam habe ich so ein Gefühl dafür, was es so überhaupt gibt. Ich habe zu wenig von allem. Was ist das Problem? Das ist nicht nur dein Problem. Wieso habe ich eigentlich Reis genommen? Siehst du, war mein doch so gut. Ja. Allerdings mit eurer Hilfe. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt gar nichts. Nehmen Sie Orange 6. Ach, das ist jetzt schon ein vergeudeter Zug. Warum hast du die 6? Und warum habe ich nur 2 Geld? Ist das nicht 4 Geld? Ich habe nur 2 Geld. Das war nicht so gut. Ah, das ist eigentlich gar nicht gut. Können wir noch neu anfangen? Moment, ich bin jetzt schon unzufrieden. Moment. Ah, es legt sich gleich wieder. Das sagst du. Das glaubt. Sehe ich denn irgendwo noch im Lager? Da? Das ist ja schon so ein Guckspiel. Mhm. Ich krieg halt auch noch die Fall. Ah, wohl, das könnte ich machen. Machen wir das? Ah. Das ist schon ganz schön. Mir noch eine Brücke. Ein Schwarz. Gin hier. Krieg einen Reis, muss eine Münze zahlen. Mhm. Zahl 3 Reis. Für eine Brückenaktion und platziere einen Gärtner. Also hattest du mir doch auch empfohlen, hier da hinten irgendwie noch hinzugehen. Das haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht. Nee, aber keine eine Sache machen. Dann bin ich schon wieder dran. Du bist das erste Mal dran. Ich bin jetzt echt nicht so gut vor. Ich habe nur Reis. Was kann ich mit Reis machen? Hier Sachen einsetzen. Das haben die der andere letzte Mal gemacht, dann haben die verloren. Das war gar nicht so gut. Mhm. Du hast dir Reis ausgesucht. Ja. Das ist der erste First Pick. Das stimmt tatsächlich. Ich habe noch das hier für Reis aus der Permut. Übrigens auch ein Hinweis, was man hier sieht, hier darf man nicht stapeln. Schön, ich dürfte mich hier draufsetzen, ne? Das dürftest du. Aha. Aber das heißt, hier stapeln hier, also kann ich mehr Würfel übereinander, oder? Theoretisch kannst du hier Würfel übereinander stapeln, hier auf deinen eigenen Feldern kannst du es nicht. Ah, okay, das ist ein guter Hinweis, dass man da stapeln darf. Wieso habe ich denn gar kein Permut? Du die Karte dafür genommen hast. Das ist, und was mache ich hier? Hier mache ich die Aktion. Ja. Nicht die ganze? Der Brunnen. Der Brunnen ist das. Also das ist nicht ein Feld? Nein. Sicher? Ja. Aber es wird doch ein Feld, wenn man die so zusammenfindet. Nein. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich finde die auch. Also hier sind sie jetzt natürlich... Nein, Colorado Rising richtig... Sun ist nicht Bloodridge anders bemalt. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind wirklich sehr andere Spiele. Das eine hat das gute Kampfsystem, das Stunden dauern kann mit den... Mitspieler. Also ich möchte... André hat das schnelle Kampfsystem. Ja. Eine 5, dann kann ich da rein... Cool, schreibt direkt 2 Gärtner, soll gut sein. Bestimmt, aber wie soll man denn direkt 2 Gärtner legen? Dann braucht man noch Reise ohne Ende. Da kriege ich sie. Da kriege ich Münzen. Münzen, habe ich ja gelernt, sind wichtig für... Da kriege ich den Brunnen. Der Brunnen ist hierfür. Und danach habe ich ja schon wieder nichts. Dann brauche ich ja neue Sachen. Wo kriege ich Permut her? Wenn ich jetzt hier, mache ich auch die Aktion gleich, wenn ich mich da einstelle, oder kommt die erst am Ende der Runde? Ich glaube nicht, die kriegt man nur am Ende der Runde. Aber lass mich nachschauen. Es wäre natürlich schön, wenn man die gleich kriegt, das wäre super. Aber Bini hat sich auch nicht gemeldet, dass er es falsch gemacht hat. Bini hat gesagt, alles richtig, Vincent. Ja, aber da habe ich ja auch noch nichts in den Garten gesetzt. Gartenaktion, Gärtner einsetzen. Mit dieser Aktion setzt du den Gärtner auf deinem Tableau am weitesten links steht auf einer beliebigen Gartenkarte, auf der noch kein Gärtner von dir steht. Um einen Gärtner einzusetzen, musst du so viel Nahrung bezahlen, wie auf der gewünschten Gartenkarte angegeben ist. Sobald du einen Gärtner auf eine Gartenkarte einsetzt, führst du die auf die angegebene Aktion aus. Katsching! Was nochmal? Wenn man da einen Gärtner einsetzt, dann kriegt man sofort, was da draufsteht. Dachte ich's mir doch. Wenn das so ist, dann mache ich auf jeden Fall meinen Reis zu Geld, indem ich... Wie komme ich da hin? Ich will den Brunnen machen. Der Brunnen ist das. Da, nee, aber das ist nicht der Brunnen, das ist die Brücke. Warum sitzt du hier?
weil ich das gerade da hingesetzt habe. Das ist nicht so gut. Das kann ich nur hier machen oder bin ich ein Würfel hier? Ich kann die auch hier überall einsehen. Ja. Das ist schon gut. Das, und dann kriege ich auch ein Geld, wenn ich das hier mache. Ne? Ja. Und dann kriege ich auch noch das. Ich glaube, ich mag das. Ich setze den hier ein. Jetzt bekomme ich erstmal hierfür eins Geld. Dann bekomme ich das hier. Das heißt, das kriegst du vorher eigentlich. Okay, dann bekomme ich noch ein Geld. Dann bekomme ich so ein Perlmutt. Dann kann ich jetzt... Wieso bekommst du Perlmutt? Das hast du gemacht. Da, das habe ich gemacht. Weil da. Oh, was, das den dann mache ich das, dann mache ich den Brunnen, dann setze ich da ein, wo ein Blut? Wo? Da ein. Kostet ein Reis. Ein Reis und ich kriege 3 Geld. Ja. Das gefällt mir. Das fühlte sich nach einem guten Essen. Ich soll jetzt bedenken, ist jetzt viel gekriegt. Wenn jemand die schwarze 6 nimmt, dann macht der Gärtner halt diese Runde nichts mehr. Keiner wird die schwarze 6. Ich werde jetzt die schwarze 6. Also wenn du sie nicht nimmst, nehme ich sie. Okay. Fürchterlich unattraktiv. Nimm mal rot, soll sehr gut sein. So eine rote 2 ist schon mega. Was ist da hinten noch drauf? Die anderen beiden Aktionen. Also Tempel und hier. Hat mal jemand von euch, ihr Japanophilen, Sekigahara gespielt? Das würde mich ja mal interessieren. Was kann ich da hinten jetzt mit meinem Amboss, Stahl machen? Du kannst hier für einen Stahl, also wenn du die Aktion machen kannst, ne, die Aktion hier irgendwie machst, die hier oder hier ist, dann könntest du für einen Stahl den hier reinsetzen, wo du sofort 3 Permatür bekommst, oder du kannst für 3 Stahl einen hier einsetzen, wo du sofort die Brückenaktion machen darfst, also Reis ausgeben kannst, den hast du da nicht, deswegen macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Und hier kriegst du beide Geschichten, ne? Ja. Das ist 2 Schritte auf der Kranichleiste und das ist? Ich glaube, du darfst in einem hier schon besetzten Feld einen beliebigen Würfel eine Aktion triggern. Quasi in der Burg eine dieser Aktionen. Genau, und am Ende multipliziere eine Aktion, nein, eine Aktion deines Tableaus. Hier. Oh. Als hättest du einen Würfel auf einem der 3 Würfelfelder platziert. Das heißt, man würde hier das Einkommen bekommen und noch die Aktion machen dürfen. Hier. Sexy. Und die bleiben das ganze Spiel, die ändern sich nicht. Ja, die bleiben. Okay, und alles, was hier ist, ist noch gleichzeitig ein Multiplikator dafür. Ja. Weil am Ende guckst du halt, du kriegst halt einen Punkt pro Typen, der hier drin ist, für jeden, den du hier hast. Zweimal die Typen, die hier drin sind. Genau. Zum Beispiel. Du hättest die Würfel auch außerhalb der Mauern stapeln, hättest also auch auf den 4er-Würfel stapeln können. Dahin. Naja. Nö, ich wollte das aber genauso machen. Ich wollte nicht das Siegel ausgeben. Ja, genau, das ist ja besser für dich. Du kriegst ja. Gut, die Zahl wäre gleich gewesen. Du kriegst genau 4 Münzen, aber. Aber ich hätte hier ein Siegel ausgeben müssen, da kann ich es aber so machen. Wir machen das auf jeden Fall schon mal. Doch nicht mit der 6. Ja, ich kann ja nicht damit. Das ist ja ein schwarzes Feld, oder nicht? Wo ist denn dahin? Nee, da unten. Das ist kein schwarzes Feld. Das ist ein beliebiges. Da kann jede Farbe. Wir wollen nicht, dass Vincent sowas bekommt. Der kann das aber du willst da vielleicht die Münze haben. Und wenn du die Münze zusätzlich haben willst, dann willst du schon die 6 platzieren. Der 6, wenn es nichts gesagt bekommt. Nur die schwarze Dame, die erst mitbekommen. Er kann das Spiel viel besser. Was? Ich hab jetzt das Ganze seit einer Stunde bei meinem Image aus, dass ich im Spiel richtig, richtig schlecht bin. Das stimmt. Glaubt dir keiner. Ich mag auch Irland. Du kannst auch keinen Spiel. Wasserkige Haare, war echt. Ich habe keine Ahnung, glaube ich. Was gut und was schlecht ist. Ist das dieses Blockspiel? Könnte sein. Ich glaube, ich hatte das mal da, ja. Mir von Till ausgeliehen. Du willst ja was mit Stahl machen, auf jeden Fall, ne? Ja. Und für 3 Stahl würdest du natürlich wieder 3 Perlen. Also, es würde dich ja nur 1 Stahl kosten. Du würdest 3 Perlen bekommen. Nee, der sagt ja, dann also, da komme ich ja auch gar nicht hin. Lass dich nicht von Ben einwickeln. Ja, das kannst du nicht machen. Der Chat unterstützt dich darum, dich von Ben einwickeln zu lassen. Das Ben cool. Kann das so richtig gut. Also, weil der kann auch einen sehr gut Tipps geben. Ja. Aber in der gleichen Art und Weise lullt er dich ein. Dann kann man manchmal das gar nicht so gut unterscheiden, was du jetzt gerade tippst und was einlullt. Das heißt, Jana ist schon eine der Mitspielerinnen für John Company. Ja. Was? Hervorragend. Wir müssen mal Battlestar Galactica spielen. Da geht das nämlich auch, weil ich versuche immer den Menschen gute Tipps zu geben, weil es den Menschen echt schwer ist, aber alle denken immer, du bist doch ein Zulung. Nein, ich würde dir auch als Mensch, der ich wirklich bin, genau den gleichen Tipp geben, weil es einfach gut ist für Menschen. Ich glaube nicht, so den verliert auch, ist mir doch egal. Es war ein historisches Verhandlungsspiel. Spielen alle die East India Trading Company und versuchen Profit rauszuschlagen. Die schwarze 6 scheint schlecht für Ben zu sein, also ist das doch sicher eine gute Wahl. Ich bin hier der Host, ihr sollt mich supporten.
Ich mach mal, was der Chat will. Das finde ich immer gut. Du möchtest dein? Ja. Und jetzt kriege ich eine Münze, ne? Ja. Und die, auf die 5 kann ich ja nicht gehen. Genau. Also nehme ich die 1. Ja, du kannst die 1 oder die 3 nehmen. Ja, die 3 bringt, aber die 3 bringt dir nichts, also willst du die 1 nehmen. Nehme ich die 1, kriege ich 3 Perlen Mut. Zahlst einen Stahl. Zahle einen Stahl. Gibst mir einen Soldaten. Ein Samurai. Ne, das sind die Gärtner. Da steht doch aber der... Der Amboss, ja. Das ist doch voll verwirrend. Wieso hat man das nicht anders gemacht? Damit es wunderbar verzahnt ist. Ja. Ja, schön. Jetzt bin ich fertig, oder? Kann ich noch irgendwas machen? Jetzt bist du erstmal fertig, weil das triggert ja keine Aktion mehr. Nee, dann ist Ben dran. Ich bin. Nee, cool. Oh, ach so, so rum, stimmt. Nee, so rum. Es geht nach der Reihenfolge. Ach so. Bei 4 Spielern geht es dann halt immer links oder rechts rum. Bei 3, bei 4 wäre es dann schon wieder. Nee, danach wird es festgelegt nach der Reihenfolge hier. Ach so. Das ist auch ein sehr schöner Rundenmarker hier. Den vergisst man meistens vorzutun, aber er ist einfach sehr riesig. Ja. Er ist halt schwarz. Ja, er hat einen schönen Gold. Ja, das sieht echt, der ist richtig schön bedruckt. Diese Koi-Karpfen. Das ist auch sehr filigran hier. Ja, das ist ein Kranich. Naja. Toll, was mache ich jetzt? Nur von meiner Perspektive irgendwie nicht so. Ich muss die ganze Zeit an. Ich habe auch Stahl. Einen schwarzen Würfel kannst du jetzt nicht mehr nehmen. Ja, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil er es sonst auch gemacht hätte. Ja. Wie viele Aktionen haben wir noch? Können wir die roten Würfel alle weg? Ja, ne? 9 Aktionen habt ihr doch gesagt. Im ganzen Spiel. Achso, im ganzen Spiel. Spielen wir Runden oder wann ist hier Ende? Sind die... Ach, 3 Runden? Wir haben 9 Aktionen, weil wir 3 Runden an 3 Aktionen spielen. Ah, okay. Das heißt, wir kriegen die Würfel da. Nimm mal rot. Nein, ich weiß. Weiß es doch voll doof. Die gibt's ja auch nirgendwo, oder? Ich könnte ihn ja auf mein Brett einsetzen. Ja. Ach, das sind keine schwarzen Würfel. Oh, schwarzen Würfel. Wenn man andere Leute reinquatscht. Spielt das eine Rolle, welche Zahl man hier hinlegt? Ja, du musst halt die Differenz an Zahlen. Au. Oh. Da kriegt man nie was raus. Gut, weiß ist jetzt so unattraktiv. Die 6 fehlt. Rot ist viel attraktiver. Also ich habe so wenig Münzen. Vielleicht was war das hier noch? Das ist der Trainingsplatz. Also die Aktion, die du gerade gemacht hast hier. Stahl ausgeben, hinsetzen, machen, was da steht. Ich glaube, ich mache das hier. Mach mir noch einen Perlmut. Mhm. Und dann trigger ich die Burgaktion. Ach ja. Zahl 2 Münzen. Lohnt sich das? Nein, ich mache das einfach. Zahl 2 Münzen Gehirn. Und zahl 2 Perlmut, um einen Schritt hoch zu gehen. Boah, ich werde nicht so viel machen wie in meiner letzten Partie. Ich gehe hier hoch. Nimm das. Ach, die Karten nehmen war das drin und da. Und dann kann ich jetzt einen Stahl und eine Gartenaktion machen oder 2 Ressourcen. Waren Fächer einfach Punkte? Hm? Fächer sind einfach Punkte oder? Ja, das sind Punkte. Ah, da hat die Fächer, genau. Ich nehme noch einen Stahl. Mhm. Und träge die Aktion, das heißt, ich kriege noch einen Reis und einen Reiheschritt. Ich will das auch alles. Da bin ich schon dran, ne? Dann mach ich, du bist dran. So, wir wollen ja rot nehmen. Nein. Doch, auf jeden Fall. Ah, einen darfst du nehmen, okay. Perlmutt. Ich brauche mehr Perlmutt. Das kriege ich da. Aber ihr schafft es auch gar nicht mehr, Rot wegzukriegen, weil wenn ich keine Roten nehme, ihr habt zusammen eine 3 Aktion. Das ist ja unschön. Aber vielleicht will ich ja einen Roten nehmen. Alles okay. Aber ich will es auch gar nicht. Das sind 6er, die sind doch voll super. Aber wenn ich das. Warte. Ja. Dann. Ich habe ja Geld. Ich bin ja richtig rich. Und rot kann ich da Ressourcen nehmen, da kann ich zum Trainingsplatz. Das klingt doch. Oh, da habe ich ja so viel Perlmutt.
Ob das gut ist? Ich habe keine Ahnung. Perlmutt ist super. Man sagt ja, die Burg ist schon ja, gut. Ja, Perlmutt habe ich genommen, ne? Ja. Wenn ich den nehme, dann gebe ich da 2, 4, 3, 2, 1, Siegel. Also ich nehme diese 2, setze sie hier ein, bekomme dann das hier, also noch ein Geld und ein Perlmutt. Muss zwei Münzen zahlen. Dann zahle ich wieder 2 Münzen dafür. Die beiden. Dann mache ich hier die Aktion. Dann gebe ich einen Stahl aus, um 3 Perlmutt zu bekommen. 1, 2, 3. Und den Samurai hier dazu zu stellen. Und das war meine ganze Aktion. Dann wandert der noch hier hin. Was bringt es einem, hier aufzusteigen, dass man einfach noch eine Karte bekommen kann? Und ne? Es gibt am Ende Punkte, je nachdem, wie hoch du bist. Okay. Der hier oben ist natürlich Punkte. Ein schöner Einmalbonus, einfach so hochgehen. Du kriegst ja auch die Laterne und ja, kriegst und du würdest den da hinstellen und dann kann das Feld auch kein anderer mehr nehmen. Aber das ist ja schwierig, da so hochzukommen. 5 Perlmutt. 5, ne? Ja, eben. War ja schwierig. Naja, oh. Aber ich gehe dann nur. Ich würde gleich hier hinkommen, ne? Ja. Ja. Wie würde ich denn noch 2 Perlmutt? Da müsste ich ja hier. Da gibt es 2, über den Brunnen gibt es 2. Aber Brunnen macht man nicht so gern. Ich wollte eigentlich das hier machen, da kriege ich nicht so viel Perlmutt. Die einen Mieter haben eine Hake, die anderen. Ich kann es dir ja mal zeigen. Ich habe hier die tolle Zuklemmung jetzt noch nicht, warte. Hat Nele die Weiße Burg noch nicht gespielt? Na, offensichtlich nicht. Das ist doch aber ein Nele spielen. Das ist das dann besser, wenn man da oben ist, als wenn man hier hingeht? Aber dann kriegt man ja keine Karte, ne? Doch. Du kriegst die Karte. Kriegst ich trotzdem, wenn ich kriegst du mit 2 Schritten beides? Da bin ich mir nicht sicher. Die kriegt man nicht, die wirft da liegen. Nee, aber die Karte, wo man rübergeht, die kriegt man dann nicht. Die kriegt ja keine Karte. Direkt. Genau. Aber dafür kriegt man dann in der Rundenwertung mehr. Die kriegst du halt auf jeden Fall. Das sind halt 10 Punkte, wenn er da oben liegt. Und im letzten Mal, ich glaube, ich hatte 50 Punkte oder so am Ende. Also man kriegt nicht so viele Punkte hier. Okay. 10 sind schon viel. Ja. Also es gibt Leute, die über 80 kommen, aber ich bin das nicht. Ich glaube, nicht. Dann nehme ich hier 2 Perlmutt. Kriegst erstmal 3 Münzen. Genau, kann man 3 Münzen. Holla, die Waldfee. Nehme 2 Perlmutt. Gebe 2 Münzen wieder aus, setze mein Dude dahin. Mhm. Ach nee, muss ich den da hinsetzen oder kann ich... Nee. Erstmal sitzt er hier und jetzt kannst du noch was ausgeben, um den hochzuschicken. Also aber ich kann auch den hochschicken, machen, ne? Kannst du willst hochgehen. Eigentlich immer beides machen. Wenn du Geld hast, dann würde ich es machen. Aber du könntest auch den direkt da hochschicken. Ja. Das ist ja die zweite Möglichkeit. Hier kann er beides tun. Genau. Dann setze ich den 1, 2, 3, 4, 5... nach oben. Aha, gleich auf Siegpunkte spielen. Das sind mir die richtigen. Und dann kannst du dir eins von Feldern aussuchen. Und der weißt du schon die Komponenten? Das ist Siegel plus 2 beliebige Ressourcen. 2 Punkte oder 2 Siegel? Ja, erstmal machst du das, was auf deinem... Ja, und Siegel brauchst du auch wieder, wenn du hier vorangehen willst. Das ist wichtig für die Spielerreihenfolge, was ja wiederum wichtig ist, dass du hier den ersten Zug auf die Würfel hast. Mhm. Kann also auch gut sein. Plus du brauchst ja manchmal für bestimmte Aktionen Siegel. Ja. Aber Brunnen ist natürlich auch ein Siegel und 2 Ressourcen, die du dann nächste Runde gleich wieder benutzen könntest. Und grün ist auch gerade vorne. Wie toll, wie hast du das gemacht? Ich glaube, ich nehme den Brunnen. Mhm. Dann gibt es ein Siegel. Ein Siegel. Und 2 Ressourcen deiner Wahl. Ja. 2 Ressourcen meiner Wahl. Dann nehme ich schon mal 2 Perlmutt. Mhm. Und deine Aktion hier nicht vergessen. Ja, genau. Das war... Du kriegst einen Stahl und gehst hier eins vor. Auf der Kranichleiste mit dem roten. Ein Stahl. Schön. Ah, wenn nimmt natürlich den Jorange 6. Eigentlich würde ich... Jorange 6? Willst du die haben? Ich kann die auch da liegen lassen. Ich würde gerne die Jorange 4 nehmen, aber dann nimmst du die 6. Aber die 4 ist auch nicht schlimm. Die noch ein Perlmutt.
Und viel Permut haben ist auch schon echt gut. Ich würde aber schon gerne mal eine Reisaktion, Gartenaktion machen. Wobei das ist ja nur einmal im Brunnen. Das ist, ja, ist auch schon nicht schlecht. Wie hast du hier eigentlich die 2 genommen? Weil er orange leeren will eigentlich. Weil ich noch das Permut haben wollte, um jetzt diese Aktion machen zu können und gleich 2 Schüttel. Das hättest du auch mit einem anderen Würfel kriegen können. Nee, da hätte ich nicht das extra Permut bekommen, das ich hier bekomme. Dann hättest du ja auch den 6er nehmen können. Nee, dann, dann hätte ich die Aktion nicht gemacht. Wenn ich den von hier nehme, machst du auch mal die Aktion, die hier ist. Deswegen will man das ja auch ganz weit ausgebaut haben. Also hier viele Karten nehmen, damit irgendwann, wenn man hier einen tiefen Würfel nimmt, man richtig viel dafür bekommt. Ah, das habe ich vergessen, okay. War vielleicht trotzdem nicht das Beste, aber das war zumindest mein Gedanke. Aber und hier mache ich ja die Burgaktion. Das heißt, wenn ich jetzt eine 6 nehme und die hier, hoho, und hier noch einen Reis. Einen Reis brauche ich für den Garten. Na, das macht doch voll Sinn. Da hätte ich ja die 4 auch nehmen können eigentlich. Naja, jetzt ist es zu spät. Ja, die 4 ist ja jetzt erst nachgerückt, oder? Genau. Nee. Vor. Nicht? Hast du die 6 genommen? Ich habe die 6 genommen. Du kannst auch die 4 nehmen. Aber dann weißt du schon, dass ich die 6 nehme, weil dann rutscht die 6 nämlich hier rein. Ja, aber dann hätte ich halt noch einen Kranich und einen Dings bekommen. Ja, wenn du möchtest, dann mach das. Ja. Aber welche hast du denn dann eingesetzt vorher? Müssen nicht alle. Ach, die 6. Ich habe die 6 eingesetzt. Okay, du kannst auch die 4 nehmen. Aber habe ich nicht dann auch. Ich habe drei Münzen habe ich genommen, oder habe ich 2 genommen? 3 hättest du bekommen. Das hier mit der roten Teil 3 hat nichts weniger zu tun. Also das Würfel hat. Also es hat schon sehr wenig zu tun damit. So. Keine Ahnung. Aber kannst du es gerne noch zurücknehmen. Mach ich noch. Also du setzt die 4 ein, anstatt. Ja. Das könntest du dann ist die 6. Musst du 2. Kein Wunder, dass es gönnerhaft ist. Na, es kostet mich mein Gärtner. Ich krieg da nichts. Also ich nehme auf jeden Fall. Nein, du bist nicht dran. Warum nicht? Weil ich jetzt dran bin. Du hast doch deinen Zug gerade schon gemacht. Nein, der hat noch gar nichts gemacht. Ich bin jetzt dran. Sie hat mir den Zug rückgängig gemacht. Und du bist rot, du bist der erste Spieler. Nein, ich bin rot. Sie ist rot. Ja, meine ich, du bist rot, du bist der erste Spieler. Aber dafür kannst du dir ja noch die 6 nehmen. Toll. Jetzt hat Zauber gedrückt. Krass. Jetzt mal auf weiß gegangen mit deinem Gärtner. Was mache ich jetzt mit deinem Gärtner? Oh, da hätte ich nicht das Geld bekommen, das ich unbedingt brauche. Offensichtlich. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Wie viel denn Stahl? Das bringt mir nichts. Dann kriege ich aber den Stahl da. Oh. Ich würde den Stahl gerne haben. Ich hätte gerne. Na, Permut habe ich gerade mal genommen. Was macht das? Ich habe zumindest 2 Permut. Ich glaube, das Spiel gibt es in der Spieleburg. Ich habe das zumindest schon mal gesehen. Da fehlt ein Stahl. Das ist okay für mich. Das ist schon ganz cool, das Spiel auf jeden Fall. Das ist bestimmt voll gut. Ich gehe da hin. Mhm. Für viel Geld. Ah ja, man kann ja stapeln. Mhm. Ich vergaß. Ich mache die Soldatenaktion. Mhm. Für. Das war eigentlich nicht so die gute Aktion, aber haben wir jetzt alle mal gemacht. Ja, ich hätte schon auch die gern getriggert. Ich würde wirklich hier ins Weiße, aber ich muss einfach diesen roten Würfel nehmen. Mach mich einfach so an. Bin ich schon fertig? Bist du nicht? Ich glaube ja, oder? Ja, du bist fertig. So, hier kann ich das, Reis, dann mache ich das. Das ist ja spannend. Oder ich hole 2 Ressourcen. Ich mache das auf gar keinen Fall, weil ich kriege 3 Geld. 2 Reis brauche ich nicht. Ne, ich. Wie kriege ich die hier weg? Ah, das sind die, die ich. Ah, jetzt. Also, ich mache das, dann kriege ich 1 Reis. Zahle kein Geld. Setz den Dude hier ein. So ein Reis? Achso, weil der einer frei ist. Hm. Zahle da 2 Geld für. Und dann. Könnte ich jetzt. Ja, besser haben als brauchen. Dann gehe ich mal. Müssen nicht alle Burgspiele in der Burg sein, ja, eigentlich schon, aber Dark Ages haben sie nicht. Er hat auch keinen Burg im Titel. Das war. Dann gehe ich dahin, nehme mir das hier. Aber auch eigentlich müsste es dann das schönste Burgspiel haben, das es gibt. Das ist ja After the Empire. Ja, da stand ja, glaube ich, mal rum. Jetzt da.
Das mache ich dann damit. Ne? Ja, das mache ich dann damit. Das kriegt dieses Jahr eine Erweiterung wahrscheinlich. Echt? Hm? Ich hoffe, es gibt Wassergeräte, das wäre so schön. Und Katapulte, noch mehr Katapulte. Dann lege ich das da hin. Und jetzt darf ich das noch gleich auslösen. Ne? Das heißt, haha, die ersten beiden Punkte. Mhm. Und den Brunnen. Noch ein Siegel. Und zwei Ressourcen. Brat mir noch einer einen Storch und die Beine schon knusprig. Dann nehme ich da mal wieder zwei Perlmutt, um da noch hochzugehen. Zwei Siegel für die Kraniche. Die Kraniche werde ich ignorieren. Ich würde mal jetzt sagen, trotzdem hier Haus hoch. Was mache ich denn jetzt? Brunnen. Das sind ja auch einfach Punkte, ne? Komm, zwei Perlmutt. Oder doch lieber Stahl? Schwierige Entscheidung, ich mach das so. Gemacht ist gemacht, fertig. Hier wird nichts zurückgenommen. Ende der Spielrunde. Das jetzt. Das jetzt. Neue Spielreihenfolge bestimmen. Wer weiter oben liegt, darf weiter anfangen. Aha. Nein! Dann Gärten aktivieren. Toll. Tja, du hast angefangen. Nächste Runde vorbereiten. Nehmt alle Würfel jeder Farbe. Auch die weißen. Kann jemand anders nehmen und die auf dem Board. Und lustig würfeln. Richtig, vergisst man gerne. Ist auch der letzte Schritt, der nach dem Würfel kommt. Achso. Da sind sie wieder, die orangen. Wie ist die weiße Burg solo? Gut. Gut. Habe ich gehört. Sehr einfach, weil du deckst immer nur eine Karte aufmachst zum Wissen was, das wird blockiert. Wen? Ist einfach so dann ein gutes Solo-Puzzle. Macht auch relativ viele Punkte. Also ich habe kein Land gegen den gesehen, aber wie gesagt, bin ich nicht so gut. Und man kann die Stärke, glaube ich, sogar ganz nett variieren. Okay. Dann darf ich anfangen. So viel Auswahl. Das war ein Drittel des Spiels. Mhm. Und wir waren langsam. Ja. Jetzt geht es ja zack, zack, zack. Jetzt wissen wieder. Wir ja, was wir tun müssen. Ja. Das ist vielleicht. Ich weiß aber nur nicht, ob die Entscheidungen leichter fallen werden. Das ist jetzt bleibt, ist und bleibt besetzt. Das ist einfach voll. Und da wird nichts gewertet, sondern erst am Ende. Am Ende kriegst du 10 Punkte und wenn hier der Vierte reinkommt, dann bringt er einfach nur 10 Punkte. Da kannst du endlich viele setzen. Na, kriegt man auch nicht, ne? Dann auch nicht mehr, soweit ich weiß. Okay. Obwohl, das könnte man doch, doch schon. Vermutlich. Sieht ja so aus. So, und bestrafen ist das Spiel ja nicht. Jetzt will ich die weiße Burg spielen. Tja. Das passiert mal, wenn man hier... Ich glaube, deswegen schicken die Verlage mir auch Spiele. Vielleicht. Orange ist halt jetzt schon wieder der Weser, habe ich so gut gewürfelt. Klicken Reis. Ach, die bleiben da auch stehen. Ah, ja, ja. Und ein Renown. Und dann gebe ich ein Siegel ab. Steht das denn schon in der Liste sogar für die Kron? Möchte. Ach, ist dumm, ich habe noch nicht genug Permut. Aber ich kann mir ja vielleicht Permut machen. Ah, nein, das wird bestimmt gut. Ich zahle die zwei Münzen, platziere noch ein der Dudes. Erstmal hier. Und dann zahle ich noch zwei Permut. Und schicke jetzt entweder den nach oben oder den zwei. Wieso kannst du den 2 nach oben schicken? Ne, den 1 oder den 1. Achso. Sorry, 2 gesagt, ja. Biene, du kannst bestimmt sagen, kriegt man bei den schwarzen Karten, bei den dunklen Karten auch die weiße Aktion, nicht die andere. Vermute ich mal. Würde ich schon ausgehen, sonst wären die ja nicht unterschieden. Ne? Sonst wären sie auch ganz schön mächtig. Ich glaube, man kriegt immer die Boni-Ressourcen. Also ich habe auch die weiße genommen. Weil... Ja. Ich gehe mal hier hoch, nehme die, gehe weg und möchte 2 Stahl haben.
Dann darfst du. Ja. Wenigstens ist die Weiße Burg nicht so teuer, Nele. Ja, das. Also. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist das schon sehr, sehr gut. Bei anderen Verlagen wäre es in einer größeren Schachtel nochmal 10 bis 20 Euro teurer. Ja, bitte ist halt, dass auch nichts anderes mehr in die Schachtel passt. Ja, also ist gut gepackt. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das. Ich würde schon vermuten, dass es auf die Nominierungsliste kommt. Mhm. Das ist jetzt auch recht sicher, dann scheinen die Erweiterung kriegen. Übrigens auch die Erweiterung zur Roten Kathedrale war gut. Die habe ich nie gespielt, die ist auch auf Deutsch nie rausgekommen. Ja. Warum auch immer. Das ist halt die Gefahr bei Kosmos, die sind nicht so erweiterungsfixiert. Nee. Aber ich habe sie auch noch einmal gespielt und jetzt verkauft. Ja. War auch von der Produktion her krass. Das ist auch so, boah, sie dann noch so drüber geschoben ja, hast. Das wurde relativ groß. Wenn ich den jetzt da hinsetze, dann kann ich rot machen auf den da einen Dude hinsetzen. Mhm. Ne? Jetzt bin ich erst bei. Du kriegst aber dadurch, dass du den genommen hast, noch ein Eisen. Klar, bei dir das auslöst. Ja. Und auf der Kranichleiste ins Vor gehst. Und wenn ich dann da hinten auf die Fünfer-Dings gehe, was war dieses linke Plättchen nochmal? Du darfst hier eine deiner Würfel reintriggern. Ohne dass du einen Würfel platzierst. Das sind die drei Banner hier oben. Fast. Und du machst ja auch dann eine von den beiden Aktionen noch. Ja, die kommt dazu. Ja. Und die braucht man nur hierfür? Nur dafür und wenn du die hier die ausgeben hier. Musst. Also hierfür zum Beispiel. Ne, da kriegst du einen. Da kriegt man überall einen. Aber dafür, um halt die Aktion zu machen. Hier brauchst du ja immer mehr, aber da sind wir noch weit weg davon. Davon sind wir noch weit weg. Und ob wir da überhaupt hinkommen? Nein. Ist halt auch die Frage. War das jetzt so eine tolle Aktion? Naja, jetzt ist es zu spät. Wollen wir nicht hier wieder immer alles revidieren? Richtig. Gemacht ist gemacht. Eben. Gerade eine Erstpartie. So wie gesagt, es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Oder ich nehme mir drei Perlmutt wieder. Und die Sachen da unten die in der Ecke. Welche? Da. Das hier, das sind immer die Punkte und Multiplikatoren. Du multiplizierst quasi die mit denen mal hier halt, ist jeder, der hier steht, zwei Wert für alle, die da stehen. Also zum Beispiel der ist für mich gerade zwei Punkte, weil ich hier zwei in der Burg stehen habe. Für dich wäre das auch zwei Punkte, weil du erst einen hast, aber jeder weitere bringt dann nochmal zwei Punkte. Ja, dann gehe ich da oben hin. Mit hier? Ja. Ja, cool, das ist ja kein Impulskauf, wenn du Sachen von deiner Liste spontan kaufst. Und Trigger. Nur die Karte, ne? Nicht die. Doch, die ganze, Reihe. Die ganze Reihe. Aktion. Kriegst da du noch drei eine aussuchen, ne? Ja. Ja. Dann nehme ich die hier unten, bekomme wieder einen Stahl und einen Reis. Und darf ich noch mehr machen? Passt noch. Du darfst zwei Schritte auf der Kranichleiste gehen. Hast du schon? Habe ich. Hast du schon? Dann darfst du nichts mehr machen. Okay, also ich wenn darf du das hier schon, hast du das gemacht letzte Woche? Das habe ich gemacht. Ich habe hier unten das vergessen. Den Kranich bin ich, glaube ich, auch noch nicht gegangen. Dann musst du jetzt ein Siegel zahlen. Ein Siegel zahlen. Ich habe die Siegel, die mir nicht gehören, in der Hand. Gut, dann haben wir ja da, sind wir da schon weiter. Aber ich darf jetzt nicht noch mit dem was machen. Nein, das ist ja eine Burgaktion. Wenn ich jetzt nochmal Geld ausgeben würde. Das wäre eine Burgaktion. Da müsste ja keine Burgaktion triggern. Okay. Dann bin ich durch, weil ich ja keinen Würfel mehr setzen darf. So, und Icke hab mir natürlich schon genau überlegt, was ich machen will. Aha. Oha. Genau anscheinend hat er sich das überlegt. Es war einfach so faszinierend, was ich gemacht habe. Ja, es war wirklich krass. Also ich will auf jeden Fall einfach den Würfel da. Ja, das hat genau gepasst. Oder den da.
Was können wir denn weiß machen? Da kriegen wir Schritt auf der Kranichleiste. Wow, ich weiß nicht, ob ich da noch vorangehen soll. Ich hätte eigentlich gerne Perlmutt gehabt, aber es war nicht machbar. Also war bestimmt möglich irgendwie, aber... Ja, zur Not hier, aber dann wäre es schon wahrscheinlich besser gewesen. Ja, eben. Hast du nicht voll viel Perlmutt bekommen? Ja. Ich habe 2. Ja, immerhin. Also, ja, ich kann einen Schritt machen, ja. Genau, und ich gehe jetzt... Wie viel wert mir mein Perlmutt, weil ihr immer die orangen Würfel nehmt? Ich habe keinen Stahl. Ich kann da das machen. Ein Siegel aus. Achso, ich krieg ja hier noch 2 Perlmutt für. Weil ich ja die untere Leiste gemacht habe. Mhm. Nicht schon genommen. Hast du die nicht schon genommen? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich dachte, die hatte ich vorher schon. Das Gute ist, wir haben hier Instant Replay. Also vor 5 Minuten hattest du sie schon. Und das war, glaube ich, bevor du die... Siehst du, sobald der Soldat liegt, müsstest du... Da lag der Würfel noch nicht. Guck mal, ob der Würfel hier schon liegt, der Vierer. Nein, dann hast du sie noch nicht genommen. Guck mal, der Stream hat nur Vorteile. Also habe ich noch nicht genommen. Genau. Dann kann ich sie... Ja. Gut. War mir auch schon. Also, ich habe schon überlegt, was ich machen wollte. Ne? Ja, ich möchte nämlich... Ich will eigentlich das dann machen. Das ist schon echt gut. Ich will auch das machen. Das ist nämlich auch echt gut. Ich glaube, die 2 Perlmutter hatte ich letzte Runde hiervon noch genommen. Ja, das kann sein. Reis habe ich aber nur 2. Hier zahle ich 5 Geld, um einen beliebigen Würfel auszuführen, oder? Jetzt zahlst du 4 Geld. 4 Geld um einen beliebigen und 5 Reis. Und ich kriege 9 Punkte, wenn er da steht. Oh. Können wir gucken, ob es eine beliebige Reflexion ist? Das ja, das ist beliebig, das ist weiß, das ist schwarz. Hier kann nur einer jeweils stehen. Nein, also von dir selbst, ja, aber es können mehrere Farben sein. Aber nicht stehen. Dein eigener, sondern der Burg. Ein von denen hier. Mhm. Okay, hier ist ja jede Aktion wichtig. Deswegen will ich jetzt weiß, kann ich das? Will ich nicht? Will ich nicht? Aber dann ist ein. Oh. Ich habe auf jeden Fall mit Biene die weiße Burg gespielt und ich weiß, dass Biene viel besser war als ich. So viele tolle Optionen. Ich weiß nicht, ich würde ja eigentlich hier hinten hinkommen. Keine Chance. Aber. Ja, geht schon. Muss man hart drauf spielen. Da. Oha. So, weil es explodiert gleich nach hinten raus. Das ist eigentlich gleich schon hier. Eskalativ, ja. Keine Chance. Ich will mal richtig hart will. Man muss es nur wollen. Also, ich möchte jetzt richtig gerne vielleicht, ich habe mir das genau überlegt, schon die ganze Zeit. Ich habe vor dem Plan, ihr merkt das. Das ist alles so teuer. Da sind Brunnen. Komm, ich nehme mal. Ich will. Nee. Das mache ich. Ah. Brauche ich Stahl. Oh, das ist ja. Ja. Das ist nicht so dein Metier, der Stahl. Nee, das muss ich ändern. Wo kriege ich den Stahl her? Hier. Aber nur 2. Ja. Da, auch 2. Da kriege ich auch richtig viel Geld, ne? Ah, da kriegst du sogar 4, weil du trägst ja die Aktion mit. Brunnen gibt dir 2. Das ist natürlich schon nicht so schlecht. Mhm. Ich bin gerade so. Es sind gar nicht so viele Möglichkeiten, die man eigentlich hat, aber auch schon nicht so wenig. Ich würde aber auch echt gerne, aber ohne Kraft. Man sieht quasi den Dampf aus Bens Kopf in die Kamera steigen. Das schlägt schon alles da oben. Also, ich. Glaube ich, aber ich habe 0 Stahl. Mit Reis kann ich ja da. Ich will mehr Reis. Wo kriege ich mehr Reis her? Reis ist doch easy, das ist eigentlich die einfachste. Ja, aber da kriege ich mir aber sonst nichts. Das war. Nee, dann bitte, ich will 5 Stahl. So, das ist mein Ziel. Ich kriege nur irgendwo Stahl. Da, das, hier, ich mach so. So, habe ich entschieden. Bam. Dann rutscht der hier runter. Obwohl, hier unten wäre auch gut. Dann zahle ich nichts dafür und kriege 2 Stahl. Dann mache ich die Aktion, dann kriege ich 2 Punkte. Diese 2 Stahl? Ja, 2. Achso, dann kriege ich sogar 3 Perlmutter. Ja. Und dann kriege ich den Brunnen. Nee, du kriegst nur 2, glaube ich. Weil du den doch zuerst genommen hast. Ah, den hast du dann gelegt gerade. Ja, in dem Moment, okay. Und dann nehme ich nochmal 2 Stahl, dann bin ich bei 4 Stahl. Macht das Sinn? Nein.
Doch, ich nehme, warte, ich nehme 1 und... Dann habe ich vorhin noch, glaube ich, einen Reis zu wenig genommen. Naja, eins. Das ist schon lange her, das ist okay. So, ich bin fertig. Und ihr so? Ich dachte, dass immer nur das Feld, was frei ist. Nee, okay, also, ne, also wenn du es halt hier hinlegen würdest, würdest du auch schon einen Stahl bekommen. Dann darf grün. Ja, die finden einen Reis mehr, aber ist egal. Das ist schon 3 Runden her. Könnt ihr ruhig noch einen Reis? Nein, das ist in Ordnung. Für mich auch. Das ist und hier muss ich den Reis ausgeben, um auf die Felder zu kommen, ne? Und wenn am Ende der Runde da noch Würfel liegen, sind, dann werden die ausgelöst, die Felder. Ist das abhängig davon, wie viele Würfel da noch sind? Hauptsache ein Würfel. Drin und es ist egal, welche Zahl der anzeigt. Das ist Hauptsache ein Würfel. Ganz egal. Okay. Am 29.09. habe ich das jetzt mal gespielt. Schon ein bisschen her. Ja, cool. Ein viel kleines Spiel, 5000, Kambanga, Schnitzel. Ja, ja, so ist ich auf der Konten nur spielen. Ich überlege schon, was ich gleich machen will. Ich habe ja hier alles. Hängt ja natürlich auch schon den Würfeln ab. Ich nehme mal einen Reis. Okay, vor. Krieg eine Münze. Dann setze ich den hier ein. Ich muss die Münze zahlen, kriege aber hier auch eine Münze. Mhm. Ach, das ist super schlecht. Du machst den Boden. Mach ich echt den Boden? Oder Reis. Fühlt sich wie eine Niederlage an. Nee, Reis geht nicht, ist ja orange. Ach ja. Warum habe ich das gerade gemacht? Weil du in meinem Zug viel Zeit hattest, nachzudenken. Das fühlt sich so schlecht an. Muss man erst den Würfel nehmen oder ist es egal, in welcher Reihenfolge man das macht? Was genau? Ob man erst irgendwie hier was kauft. Du musst ja mit dem Würfel die Aktion auslösen. Ach. Warum wollte ich das gerade machen? Ich möchte zum Beispiel gerne Ghostwriter spielen. Ghostwriter dauert nie unter einer Stunde. Eher so 3 bis 5. Kann Jana bestätigen. Ghostwriter dauert 3 bis 5. Also wir haben das nie nur eine Stunde gespielt. Ja, wir haben immer mehrere Spiele gespielt, weil man das dann auf jeden Fall angefixt hat. Ja, man will nicht aufhören. Und dann kommt immer irgendwer dazu und sagt, hä, was ist das? Das ist gerade eine Burg und auf der Con wahrscheinlich auch. Ja. Das war schon gut. Wir wollten das heute spielen, das kannten auch ein paar Leute nicht. Aber mussten dann leider aufhören. Ja. Kann man auch sehr gut zu dritt spielen. Was? Hey, ich war ganz schön gut in dem Spiel, als wir das bei deinem Geburtstag gespielt haben. Ja, das habe ich auch nicht abgestritten. Flo ist ja auch ein super Würfler bei Dungeon Fighter und sagt, er mag das Spiel nicht, aber er kann es wirklich gut. Ist ja nicht unbedingt immer das Ausschlaggebende. Ja, man es mag oder nicht, Hauptsache man ist gut drin. Gerade beim Teamspiel. Da muss man mal einen fürs Team machen. Ich verstehe gerade nicht, warum ich das tun wollte. Weil du Reis wolltest? Nee, weil du... Hier, du wolltest, also da kriegst du ja beliebige Ressourcen. Warum wollte ich das? Keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach. Ich bin ich deshalb in dem Spiel nicht gut. Und 2 beliebige Ressourcen, muss ich sagen. Ja, nee, einfach so ein Reis. Und ich nehme 2 Perlen mit. Ich nehme 2 Perlen. Okay, dann darf der rote Kranich. Mhm. Das ist die 2. Aktion, oder? Ja. Schon über die Hälfte rum. Nichts erreicht. Nichts erreicht. Ich habe 4 Punkte. Das läuft wie immer. Ich mache Punkte im Spiel, die anderen nicht. Bam. Gibt es irgendein Feld? Hier kann ich da hinkommen und das bekommen, ja, ne? Oder hier? Das ist ja immer noch frei.
Da sind sogar zwei. Aber da muss ich ja eine 5 bezahlen und eine 3. Also du hast viele Münzen, aber du hast gar keine Münzen. Ich habe 3 Münzen. Ja, das ist doch viel. Du hast 8, du hast 10 weiße 6, dann hast du sogar noch mehr Münzen damit. Ja, die Frage ist nur gerade, ob ich vielleicht nicht lieber... Du willst schon die orangene 6, glaube ich. Die 4 nehme, weil dann kann ich ja... Die will vielleicht Ben haben. Mein Turm, mein Dings hier wieder auslösen. Ja. Das ist schon auch sehr gut. Ich würde auf jeden Fall die rot-orangenen dann nehmen. Ich würde die schwarzen nehmen. Nee, schwarz ist doof. Schwarz ist völlig drauf. Ganz schlecht. Ganz schlecht, wow. Meister-Kuh. Aber dafür muss ich ja mal einen meiner Dings ausgeben. Ah, Biene kommt auch. Biene ist da, ja. Ich muss ja später wieder einen bekommen, irgendwie. Ja, ich mach das jetzt einfach. Kriegst du eine Münze? Jetzt weiß ich, warum ich das gemacht habe. Komm, eine Münze. Also war es doch sinnvoll. Ich erinnere mich wieder. Was? Ich erinnere mich wieder, warum ich meinen letzten Zug gemacht habe. Gut. Geh jetzt. Nee, ich muss ja 2 Münzen ausgeben. Setze meinen Dude rein. Setze ihn hier hin. Für 5 Permut. Für 5 Permut. Permut wieder ausgeben, hast recht. Kriegst die Karte. Bekomme die Karte. Achso, und die. Deshalb musste ich ja eben noch einmal triggern, warte. Bekomme hier 2 Münzen und 3 Reis. Und komme ich ja einen wieder. Das war ein guter Deal. Warum machst du das gerade? Weil ich hier den Würfel genommen habe. Dann kriegst du nicht das, dann kriegst du das da. Achso, das nicht. Okay. Nee. Dann muss ich hier 3 Reis wieder runtergehen. Mhm. Und 2 Münzen wieder abgeben. Genau. Und ja. Ein Stahl nehmen und ein Kranich. Ein Stahl und ein Kranich. Weit vor Vincent. Oh, in der Wunde. Schade, ich dachte, das hier oben kann ich auch machen. Das wäre richtig gut. Hab den so da hingesetzt. Also die Leute, die 80 Punkte. Die kommt jetzt leider weg. Und die willst du jetzt sofort. Die trigger ich. Jetzt krieg ich doch mein Geld. Und Nee, machst du nur das. Nur das. Nur das. Nur das, okay. Aber jetzt kriegst du 2 Punkte. Das erste Mal, dass wir noch 2 Punkte als Konkurrenz machen in diesem Spiel. 2 Punkte. Und der Brunnen, da bekomme ich. Jetzt bekomme ich so ein Siegel. Und 2 Ressourcen nochmal. Und 2 Ressourcen nochmal. Die Leute das behalten. Dieses Spiel, ey. Da gehe ich jetzt auf den Stall. Kann man auch nur die untere Zeile da machen? Irgendwie? Ja. Okay. Das ist ein Hund. So, dann bin ich ja schon wieder. Dann habe ich danach hier wieder gar nichts. Also auf jeden Fall stehe ich schon mal fest, dass ich die 6 hier nehme. Ganz, ganz safe. Und mit dieser 6 möchte ich hier die Militärkasse machen. Dann kann ich noch den Boden. Toll, danach bin ich wieder pleite. Aber ist auch super. Ich könnte hier doof. Und da habe ich richtig viel außer. Ich gehe hier. Ich plane das gar nicht durch. So, 2 gebe ich aus. Ne, 2 bekomme ich. Sorry. Dup. Dann mache ich das hier. Dann gebe ich 3 Stahl aus. Und dann schicke ich den Samurai hier dorthin. Und dann mache ich die Brückenaktion. Dann schicke ich einen Gärtner hier hin. Und zwar, was ist, wenn ich zu viele Siegel habe, dann ist einfach nichts. Man kann nicht zu viele Siegel haben. Du kannst sie ja umtauschen in Geld. Sehr gut. Ich kann die Ressourcen, auch ein Geld? Geld 1:1. Das steht doch auf deinem Board. Und da. Ressourcen 2:1. Das habe ich auch gerade erst entdeckt. Ich habe das gesagt. Ja, das war so viel Info auf einmal am Anfang. Habe ich einen zu wenig. So eine... Die, so erklären am Anfang ist auch eher so, damit man so einen groben Überblick hat, was, wie das überhaupt funktioniert, und verstehen tust du es erst, wenn du den ersten Zug gemacht hast oder die ersten paar Züge. Mhm. Das Problem, wenn man nur 90 hat. Das ist richtig. Aber so langsam hat es sich einem erschlossen, das Spiel. Aber okay, dann... Aber es.
Haben wir noch einen? Das ist Beichert, ja, das müsste so blau sein, die vierte. Nein, du hast immer noch eine. Hm, das ist ja doof. Dann will ich auf jeden Fall nicht hier, nimmt ihr auf jeden Fall schwarz. Ja, auf jeden Fall nehme ich schwarz, hallo. Ah, dann gehe ich halt hier hin, gebe 2 Reis aus, bekomme 2 Siegel und bin fertig. Toll. Ist die vierte Farbe der Spielfigur in blau? Ich glaube schon. Die Antwort lautet, vielleicht. Ich meinte, ich hatte vorhin blau gesehen. Ja, hier ist blau. Na toll, jetzt muss ich Ben seine Würfel nehmen. Ben ist blau. Das kannst du sehen. Ja, oder lila, aber da du gesagt hast, blau, gehe ich davon aus, dass es blau ist. Lila wäre natürlich viel schöner. Ja. Richtig schönes Knallblau. Würde für mich genauso aussehen. Gute Nacht, okay? Ciao, okay. Das ist auch eine coole Promo. So ein Baby-Aktion machen kann. Mhm. Oder 2 Baby-Ressourcen. Was ist das? Eine Promo. Eine Promo. Eins. Kannst du einfach rausplöppeln und mit reinschmeißen. Das ist ganz egal. Jetzt kannst du schon nicht mehr OVP verkaufen. Weil du dann berühmt dafür bist, dass du ein Spiel verkaufst. Mach ich nonstop. Geht in der Regel ja sowieso nicht. Hm? Geht in der Regel ja sowieso nicht. Ich bin einfach verlost. Die Farben sind da hässlich wahrscheinlich, obwohl für dich bin. Die Farben sind super. Also das ist ein Rot und Grün, das Bombe auseinanderzuhalten ist. Ich kann mit vier... Dabei sehen die irgendwie von der Intensität, also von der, also so dunkelmäßig, hell dunkelmäßig ähnlich dunkel aus. Was? Nein. Ja, ich habe da andere Sicht. Das stimmt. Das wird nicht funktionieren. Das ist... Ich nehme den. Das kostet für Münzen niemals, werde ich das haben. Ich kann auch einfach so, was kannst du denn jetzt mit Weiß gut machen? Du kriegst ja richtig viel Perm und das ist richtig gut für dich. Mit Weiß? Ja. Aber mit den weißen Würfeln? Ja, ja, wir müssen deine weißen Würfel durchplanen. Oder wieso müssen wir schwarz? Meine weißen Würfel durchplanen? Ja, weil ich auf jeden Fall auch Weiß nehme und Schwarz ja eh raus ist. Da gibt es ja auch keine interessanten Aktionen. Ich krieg ja eh irgendwas, das kann man nicht verhindern. Und Münzen habe ich ja Geld. Aber du kriegst nur 1 statt 2. So wollen wir ja gar nicht spielen. Wieso habt ihr eigentlich 2-mal Orange genommen? Weil die Optionen für Orange gut waren. Ja. Und es hat hier Doppelfelder und so. Schwarz hat ja auch immer nur Einzelfelder, deswegen bleiben natürlich die Schwarzen immer über. Und man nimmt natürlich immer die Weißen bei Doppelaktionen und Rot. Schon richtig. Ach, wenn ich Weiß hier nehme, kann ich das und das machen? Nee, du hast halt mehr Auswahl. Achso. Deswegen war es. Und in der Partie war es immer so, dass nur die Sachen genommen wurden, wo man 2 Sachen hatte, weil man halt immer irgendwie die bessere Auswahl hatte. Ich krieg erstmal meinen Reis. Warum? Weil ich ja den hier genommen habe. Achso. Ansehen und eine Münze. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was tun. Muss aber auf jeden Fall was Sinnvolles tun. Ansonsten. Ben, manipuliere die Gäste. Ich würde dich nie tun. Ich gebe immer nur gute Ratschläge. Wie gesagt, manchmal sind sie gut und manchmal sind sie manipulativ. Sind immer. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das ist genau wie Karl. Also wenn Karl dir irgendwas redet, dann ist das in der Regel wirklich sehr gut für dich und er lügt dich doch nicht an. Es ist aber dann auch oft sehr gut für ihn. Aber es ist gut für einen. Also das, da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe immer gute Tipps. Oh, so wie Juli, die den eben beim Carcassonne, den, wenn nicht Carcassonne, Siedler, den Hafen für Holt, nee, für. Ach, keine Ahnung, irgendwas? Holzschafe, wie auch immer, ist ja auch irrelevant, hatte und dann immer gesagt hat: Oh, ich tausche das für dich. Gerne, gib mir doch die Schafe. Es gibt 5 Fleiß aus. Zwei? Ich habe jetzt mal wie Getreide, das Getreide im Brot. Ja, das hat Jan auch ausgelöst, das Getreidemonopol, nee, das Schafmonopol. Und dann hat er irgendwie 12 Schafe gekriegt. Dann wir halt 6 Spieler waren. Zahle ich 4 Münzen. Okay. Boah, jetzt hast du so viel Reis gehabt? Ja. Ich darf auf mein Feld. Und darf irgendeine Aktion in der Burg machen. Wenn ich das richtig sehe. Ja.
Ich habe nicht aufgepasst. Er hat hier 5 Reis ausgegeben und jetzt hat er nochmal 4 Geld ausgegeben, um einen beliebigen Würfel hier zu triggern. Mhm. Also einen von den Würfeln. Dann möchte ich dieses Feld triggern. Aha. Ich gebe 5 Stahl aus. Aha. Jetzt geht's los. Hat er schon lange an vorbereitet, von wegen läuft nicht. Ich zahle einen Sieger. Hat er auch noch. Jetzt ist er noch Startspieler. Da musst du was tun. Die ist ja nochmal dran. Hier, kannst du mit Weiß schön Kreis nehmen, kriegst 3 Geld, geil. Ich trigger noch. Hier, da kriegst du. Ich trigger noch hier mein Feld. Was? Das trigger ich. Wenn Vincent vorne bleibt, gewinnt er. Das geht nicht. Was hat, ich hab, meintest, was hat denn der Kranich mit meinem. Hier kriegst du einen Kranich. Wenn du die 2 nimmst, kriegst du ja das alles. Kannst die 2 irgendwo toll einsetzen. Super. Gefällt mir. Ich trigger das. Ich würde dann die Bär nicht nehmen. Kriegst du 1, 2, 3 Stahl, ein Perlmutt und eine Turnier. Aber wenn ich Reis, den schwarz nehme, kann ich auch das hier auslösen. Dann habe ich auch den Turm. Ja, wenn ich kriegst du ja raus. Das ist richtig. Aber du kriegst deine 3 Münzen nicht. Nicht wir müssen es hier, wir kriegen Münzen. Ich bin fertig. Aber 3 Münzen sind eigentlich gar nicht mal so mächtig. Nee, ich habe seit Ewigkeiten Geld und brauchst nicht. Dann darfst du. Roter Kranich, du bist dran. Roter Kranich. Grüner Kranich, roter Kranich übernehmen sie. Roter Kranich übernimmt. Vincent, pass auf, Ben möchte, dass der schwarze Würf liegen bleibt. Nele, das weiß ich doch. Deswegen habe ich auch gerade einen schwarzen genommen. Aber er redet ja gerade Jana davon ab, dass sie den letzten schwarzen nimmt. Wieso haben wir eigentlich einen Abzug gemacht? Das ist halt nicht so mega attraktiv, ne? Das ist immer noch eine mächtige schwarze 4. Was ist denn da unten für eine Zahl drunter in der. Das ist ja irrelevant, weil jetzt 2 drauf liegen, weil darf man nicht stapeln. Achso, man darf nur 2 stapeln. Ja. Okay. Aber über die schwarze 3 könntest du kommen, sogar noch eine Münze machen mit der schwarzen 4. Wie kann ich denn da eine Münze machen? Wenn du höher Würfel legst als die 3, machst du eine Münze. Ja, aber mir bringt dieser Garten ja nichts, da habe ich ja keine Figur stehen. Da kann ich nichts dafür. Und du kriegst 3 Münzen, das ist wohl richtig. Aber du könntest natürlich mit dem einen Reis dann hier eine hinlegen und dann gleich 3 Münzen machen, dann hättest du wieder Münzen. Mit der schwarzen 4 aber nicht. Ja, aber das ist halt doch auch irgendwie so ein verschenkter Zug, ne? Nein. Warum? Macht Siegpunkte und sobald du ja, den Garten hinlegst, triggerst du ja direkt die Aktion. Macht ja nur einen Siegpunkt. Naja, das aber Vincent will ich ja nicht hören. Der manipuliert dich nur. Ihr manipuliert mich beide für eure Interessen. Ich weiß auch gar nicht, was mein nächster Zug sein soll. Aber der Absichtskommentar ist auch einfach gut. Der ist aber neu, oder? Seit einem Vierteljahr oder so. Ich habe den noch nie gesehen. Ich glaube, weil ich möchte. Weil du nicht so viel mit Absicht machst. Ich gucke nicht so auf den Effekt. Aber das ist nicht so gut wie das Jan-Kommentar. Und noch nicht so gut wie der Darth Caladan, aber ist schon gut. Darth Caladan. Ja, und ein Verweis kriegt Ben auch was. Aber die Siege kann er gar nicht so wirklich nutzen, hat er sowieso schon ein bisschen am Mappen. Ich hat 2 Geld. Ja, das andere sind 3 Geld. Ja, dann zusammen 5 Geld, ist okay. Brauch aber wir kriegen das trotzdem hin, dass ich 2 Kraniche kriege. Nämlich? Du brauchst mal einen Kranich. Stimmt. Aber 2 ist safe. Und ja, ich möchte da oben hingehen. Ja, mach. Aber wie machst du das? Mit welchem Würfel ich da hingehe. Also du willst ja, ich mach also weiß, ja. Also hier kriegst du noch ein Geld, das ist schon mal. Nee, doch, ja, super. Ein Geld. Oder du zahlst ein Geld. Wieso ein Geld zahlen? Wenn du die schwarze 4 nimmst. Die schwarze 4 nehme. Zahlen sind immer doof. Klingen ist immer besser. Ja, außer man kann Benjamins auswischen. Das ist natürlich süß. Das fangen wir ja gar nicht an. Ich sehe auch tatsächlich keine andere Möglichkeit. Oh, der Kalender-Kommando wurde auch geändert. Ja, aber ich glaube, das ist das Attraktivste für mich tatsächlich, da oben hinzugehen. Fragt sich nur, ob ich jetzt aus Prinzip den schwarzen Würfel nehmen möchte. Das kannst du gerne machen. Würde ich den Sieg durch näher bringen. Na, ich glaube schon, dass du der größere Konkurrent auf den Sieg bist. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Du meinst für den zweiten Platz, okay. Ja. Ich glaube, so viel Geld bringt am Ende nichts, ne? Wenn man es über hat. Nee, doch, du kannst ja am Ende hier noch tauschen. Genau, am Ende tauschst du, glaube ich, für Ressourcen. Nee, ich glaube, Siegel kannst du tauschen. Münzen Geld und 5 Münzen. Und Siegel bringen dir nichts am Ende, 5 Münzen, 1 Punkt. Nicht so viel, also. Für die Ressource, wenn der 3 bis 6 übrig hat, kriegt man 1 Siegpunkt. Also ist das, was hier steht, ja. Ich glaube, ich nehme die 6. Gute Wahl. Haben wir das auch besprochen? Kriegst du eine Münze? So gewinnt Ben natürlich. Habe ich gerade genommen. Ja, wir werden das am Ende sehen. Dann zweiten Platz setze ich
den da oben hin, gehe 2 auf der Kranichleiste nach vorne. Okay. Und jetzt löse ich einen Würfel aus, also eine Reihe. Aus. Dann löse ich den hier oben aus, bekomme nochmal 2 Geld und 3 Reis. 4 Reis? Ne, 3 Reis, richtig. 2 Siegpunkte. Oh nein, ich bin eingeholt. Und jetzt den Brunnen noch, da bekomme ich so ein Fuzzi-Ding. Und 2 Ressourcen. Achso, ich muss ihn noch runtersetzen. Besser wär's. Nehmen wir Permut. Ich will den schwarzen Würfel auf gar keinen Fall. Obwohl, das will ich, was will ich mir in 3 Geld, wenn schwarz nämlich viel besser ist. Nee, ich nehme schon hier den. Achso, und die 3 werden dann auch nochmal? Nein, weil du ja den von links genommen hast. Du hast den ja. Nee, ich meine von dem da. Das hat ja nichts mit. Das ist nur die Leiste oben. Okay. Manchmal hängt das zusammen, manchmal nicht. Das ist verwirrend. So, ich kriege 1 Geld. Ein Permut. Yay. Vielleicht hätte ich meinen Reis vorhin das Angebot dran nehmen sollen, nicht mehr Reis. Fangen wir von hier oder da? Auf 0 fangen wir. Also da. So, und dann. Das will ich nicht. Das ist doof. Das ist richtig doof. Doof. Okay. Da kannst du nichts mehr machen, da liegen ja schon 2. Doof. Du wolltest ja unbedingt den weißen Würfel. Ja, der ist super. Hier, dann zahle ich 3 Geld, wir brauchen schon Geld. Reis habe ich ja nicht, das heißt, ich gebe noch 2 Geld aus und setze den Dude hier ein. Und zahle 2 Permut. Ich habe echt nichts. Bringt nichts. Achso, kann ich eh nicht machen. Kann ich das machen? Dein Wunsch könnte in Erfüllung gehen, Nele. Was wünscht sich denn? Dass Jana gewinnt. Ein dritte Chance auf jeden Fall. Das auf jeden Fall mindestens. Dann gehe ich mal. Danke, Nele. Hier hin. Und hol mir das. Leg das hier hin. Leg das hier hin. Und nehme mir hier mal 2 Reis. Und dann sind wir durch, ne? Du und dein Reis-Business. Die Startspielereihenfolge wird neu festgelegt. Ja, ja, ja. Dann bekommt Ben jetzt seine Gärtnersammlung. Ich kann meine nicht nutzen. Ha! Da bekomme ich 3 Geld und möchte gerne. Kannst du deine nicht nutzen? Weil da keine Würfel liegen. Ich könnte den schon nutzen. Achso, den. Aber ich habe kein Geld dafür. Ah. Du musst halt wie viel Geld ausgeben? Achso. Ja, 4. So, fertig. Der Rundenmarker geht vor. Dieses Symbol und ist in dem hier, diese Aktion machen, ne? Das Symbol ist der Platz hier. Ach, da hinten. Ist farblich auch nicht so ganz. Wählt auf. Eure Würfel und Würfel. Wählt eure Würfel? Ich möchte nicht würfeln, ich habe so schlecht für Orange gewürfelt. Aber jetzt ist auch egal, weil er lässt nur die Träger nicht. Der oben rechts oder die 3? Das ist der ganze Abschnitt. Okay. Dafür muss man dann aber auch wieder die Ressourcen haben wahrscheinlich. Ja. Ein Dilemma. Ja, es ist so ein Dilemma. Jetzt ist Orange nicht mehr gut. Bitte schön, die Brücken sind wirklich hübsch. Ja, schon cool mit den Brücken, ja. Besser als wenn sie einfach nebeneinander liegen würden. Ja. Und dann darf der rote Kran nicht anfangen. Gar nicht mal so gut. Oh. Ich jetzt schon wieder überlegen muss, was ich tun muss. Ja, diesmal liegen die linken Würfel nicht so schön. Nee. Eben. Würde ich mir gerne wünschen, dass ihr die schon mal weggesnackt hättet. Aber wir haben ja ein bisschen Geld, das geht schon. Die sind für mehr Spieler. Wenn wir zu viert spielen, liegt da überall ein Würfel mehr. Ja, skaliert quasi mit der Spieleranzahl. Sonst würde das mit den Gärtnern nicht so gut funktionieren. Wenn ihr zu zweit gespielt hättet, wären es nur 3? Ja. Und solo sind es auch nur 3. Okay.
leider liegt keine Karte. Oh, da kommt Leute. Ich bin hier. Du hast recht. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ja, du hast Permut, um genug damit zu machen und könntest was mit dem Reis anfangen. Ja, aber wenn ich mit dem Reis, also mit dem Reis würde ich das gerne machen, dafür habe ich aber den Stahl nicht. Und dadurch, dass du hier schon bei 5er Multiplikator hast, ist ja auch hier, der den jetzt hier reinsetzt, ja, bringt dir immer 5 Punkte. Das heißt, eigentlich willst du hier noch 2, 3 Punkte reinbringen. Also okay, wäre die Burgaktion wahrscheinlich das Beste. Weil dir reicht ja auch nur eine reinzuschieben und ist schon 5 Punkte wert. Das ist ja schon gut. Mhm. Deswegen musst du sie auch gar nicht so hochbringen. Okay. Dann. Das war über dieses Symbol, ne? Mhm. Ja. Also von hier von der Seite ist es irgendwie ein bisschen weit weg. Ja, ja. Die Raumanordnung ist nicht so gut für. Wenn wir hier mehrere Leute sind, sitzen da auch meistens so 3 und hier jeweils einer. Weil im Imperium zu 4, zu 5 oder zu 6 gespielt. Zu 5, glaube ich. Du hast ja auch schon zu 6 gespielt. Glaube ich nur zu 5. Hat er auch schon gerecht. Wer ist das? Da mit dem Weißen. Also hier Burg, hier Burg, hier Burg. Wir haben sehr, sehr viel Burg gerade. Mit dem Roten. Ja. Oder da hinten mit dem 5. Dann nehme ich den. Rot ist schon gut. Zahle einen. Zahle den. Zahle zu München und gehe, was soll man haben? Das war eine halbe Stunde Absacke. Ne, eine Stunde habe ich gerechnet. Achso. Das war. Ich kann auch mit dem einen, mit einem anderen von hier unten gehen, ne? Ja, kannst mit jedem gehen, außer mit dem. Aber wie gesagt, für dich lohnt es sich, möglichst viele in die Burg zu kriegen. Ja, also willst du den noch reinkriegen, weil der bringt ja sofort 5 Punkte, weil du hier schon, ne? Mal 4, mal 5 hast. Und bringt jetzt aber noch 3. Aber es ist nicht 10 mal 5 dann? Nein. Nein. Es geht um die Anzahl der Figuren in der Burg. Ah, okay. Das ist die Wertung hier quasi. Die ist nochmal für sich. Okay. Also hier würdest du halt plus 4 Punkte machen, dann mit dem Schritt, weil du von 6 auf 10 gehst. Und hier würdest du plus 8 machen, weil der bringt dir 5 durch die und 3 durch plus den. Plus 7, weil er ist hier schon ein Wert. Achso, plus 7, ja. Okay, also muss ich mich dann zwischen den beiden entscheiden. Genau. Am besten. Also das wäre zumindest so erstmal am lukrativsten. Da kommt Siegpunkt und zum Dings, Preis und noch nicht schlecht. Du bist gelobt, dass du gute Fragen stellst. Ja, du darfst häufiger kommen, sagt der Chat. Sehr gut. Danke. Manchmal fühlt man sich sowieso ein Dulli, wenn man so viele Fragen stellt. Das aber das der stellt aber gut, weil der Chat kriegt nur die Hälfte mit von dem, was wir hier machen, weil wenn du auch später reinschaust, du kriegst dann nicht mit, was hier passiert und dann fühlt der Chat sich mal abgeholt. Das ist sehr schön, ne? Gerne. Deswegen sind unerfahrene Spieler auch immer gar nicht so schlecht. Ach, da hinten kann ich ja auch noch die Karte nehmen, ne? Kann ich ja auch reingehen. Ja, ja. Okay. Dann wäre ja. Eigentlich die ganz cool. Nein. Dann habe ich ja die richtige Karte gewählt. Ohne zu wissen, warum. Du hast jetzt hast du schon eingesetzt, also Geld bezahlt? Wenn du einen Einsatz fürs Einsatz. Ich meine, das habe ich gemacht am Anfang. Und 2 Permut. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Da passiert aber nichts, ne? Nichts. Das aber hier, ja, das darf genau ich machen. Die ganze Reihe oder nur dies hier? Nur die Karte selbst. Nur die Karte selbst. Und du hast den gelegt? Ja. Und hast auch schon das gemacht? Also die Reihe hast du schon abgehandelt? Weil du hast ja die Würfel von hier genommen. Das heißt, das Erste, was du machst, ist ja eigentlich das hier abhandeln. Nein, habe ich nicht gemacht. Machen wir gleich. Mhm.
warte, wo war ich gerade stehen geblieben? Musste es aber vorher machen, weil die letzte Karte hast du noch nicht bekommen gehabt. Ja. Also ich wollte, den Reis habe ich genommen. Das, was du als erstes jetzt muss ich machst. Das einmal mit und einmal ohne abhandeln. Genau. Okay, ein Amboss für den anderen. Ein Kranich. Zwei Amboss, zwei Kraniche. Also musst du zwei Siegel abgeben, die du nicht hast. Verdammt. Also mal zurück. Das wird schwierig. Dann bleibst du stehen. Dann bleibst du stehen und gehst später einen Schritt. Das ist schlecht. Das sind drei Punkte. Aber sonst kriege ich mein Siegelchen auch nicht mehr. Ja, außer du wirst halt das stattdessen machen, dann kriegst du halt den ganzen anderen Kram nicht. Das ist ja auch schlecht. Aber da kriege ich einen Siegpunkt, ne? Mhm. Aber da kriege ich auch einen Siegpunkt. Beim aber das zweiten bringt mir Mal. Ja nichts. Also beim ersten Mal könntest du ja das machen, dann würdest du das alles bekommen, würdest du ja bis hierhin gehen. Ja. Und, also das ist ja das Mal. Und beim zweiten Mal könntest du dann ja das machen, wenn du die Aktion auf der Karte hier auslöst. Dann würdest du den Reis nicht bekommen. Ja, mehr, ne? Ein Reis? Hier gab es einen Reis. Achso. Hast du den Reis schon genommen? Ich glaube ja. Nee. Wir gucken nach. Es war zu viel durcheinander. Hast du noch nicht genommen. Oder? Warte. Hast du hier genommen. Du bist von 4 auf 5 gegangen. Ich bin viel hier durcheinander hin und her gegangen. Ja, du gehst auf 4 runter wieder. 4 wieder runter. Mhm. Aber das Gute ist, so fühlt sich zwar gut an, aber man weiß nicht so, sonst immer, wirklich? So. Ja, man hat nicht geschummelt. Ja, genau. Und man hat sich auch nicht übervorteilt. Ja, genau. Genau, und dann hast du das Siegel bekommen mit dem Punkt. Ja. Ja, ja, das, sonst verfehlt er es ja. Und dann könntest du nämlich beim nächsten Schritt hier vorangehen. Und das ist ja auch schon 6 Punkte wert, also schon. Ja, deswegen wollte ich ja die Karte haben. Mhm. Das ist jetzt blöd gelaufen. Hast ja noch 2 Züge. Ja. Fertig? Ja. Ich jetzt die 3 nehmen, dann tippt man wieder gleich die 5. Ja. Dann freut er sich. Die 5 nimmst du nämlich die 3. Das ist, wenn er sich freut. Ich habe nur herzliche Mitspieler. Muss aber trotzdem machen. Das ist ja das sexy 5. Krieg einen Reis. Wieso könnt ihr nicht die Einsen hier wegnehmen? Krieg einen Kranich. Danke. Ich kann gar nicht. Krieg eine Münze. Aber die Münze muss ich gleich wieder zahlen. Weil ich hier hingehe. Ich zahle 3. Platziere einen Soldaten. Hier. Mach die Gärtneraktion, zahl 2 Reis und platziere einen Gärtner hier und krieg 2 Siege. Dann bin ich ja schon sehr richtig doof, wenn ich das mache und kriege ich genau das Perm, was ich brauche. Das ist ein Träumchen. Also ich glaube, ich möchte wirklich echt gerne den hier nehmen. Dann handle ich einmal das ab, dann kriege ich eine Münze, ein Perlmutt, ein Kranich, der zweite und haha, da bin ich wieder da. Ich bin noch einmal dran, ne? Zweimal noch? Mhm. Und dann mal den Würfel nachhalten. Möchte ich gerne. Sind erst 3 weg. 3 Münzen bekommen. Eins von diesen Siegeln, die man eh hat. Nein, ich brauchte. Dann mache ich die Aktion. Nein, das Gerät schaltet sich aus. Dann gebe ich 2 Geld aus, um den hier einzusetzen. Und dann zahle ich 1-2 Perlmutt. Ich bin bei einem Multiplikator von 2. Das heißt, es ist vollkommen egal. Dann ist der Schritt hier höher, hoch auf jeden Fall besser. Dann gehe ich dorthin, dann kriege ich 2 Punkte. Ach, verdammt. Bam, 1-2. Dann kriege ich den Schritt hier wieder, dann kriege ich das Geld wieder zurück, dann kriege ich hier wieder einen Perlmutt. Ich kriege hier und dann kriege ich noch einen Punkt. Habe ich den schon genommen? Nee. Der war dafür, ja. Kranich habe ich, alles toll. Fertig. Beim letzten Mal hatte ich 10 Punkte im Spiel. Das will ich heute noch toppen. Vielleicht komme ich auf 11.
Im Spiel. Im Spiel, ohne, ja, ohne die Schlusswertung. Ja, da war ich dann mehr, aber... Ja, so die 0. Also ich habe ja schon 45 Punkte. Ich habe 80. Was hatte ich mir jetzt so toll überlegt? Das Gerät schaltet. Die Fernbedienung ist leider einmal zu oft runtergefallen. Sie. Oh. Sie reagiert wieder. Oder fahren gerade zufällig 5 Minuten rum. Ich glaube, es war eher das. Ganz bestimmt. Ich will mal gucken, wenn er nicht mehr blinkt, ob ich ihn wieder ankriege, aber ich fürchte nicht. Ja, toll. Ich hatte mir irgendwas eben überlegt, was ich tun wollte. Ja, aber dieser Zug war so spektakulär, dass du es vergessen hast. Du wolltest bestimmt die Rente 5 nehmen. Aber ich wäre dir auch sehr dankbar, wenn du einen von den tollen Einsam nimmst. Sie, wahrscheinlich ist sie nochmal so runtergefallen, dass ich alles wieder... Ich wollte nicht die orange 5 nehmen. Mhm. Glaube ich. Ich glaube, ich wollte irgendwie hier von den Einsam was nehmen, aber... Das ist halt ja erlaubt. Ich kann immer ein Goal aktivieren. Also ab 10, ab 5 Euro, ab 10 Euro schalte ich einfach die Werbung für den Stream aus. Also im Stream. Ich weiß nicht mehr genau, das war sinnvoll, aber... Hauptsache, du hast am Ende mehr Punkte als Vincent. Ich glaube, ich wollte hier... Das ist sehr wahrscheinlich. Würde ich glaube, ich wollte hier... Vielleicht mach ein bisschen was über die Gärtner. Ja, das sind schon 9, 12, 18 Punkte. Ich glaube, ich wollte das hier auslösen. Ich glaube, das hatte ich mir überlegt. Mhm. Ist. Dann kriege ich noch einen Reis und kann das hier unten machen. Dafür kriege ich einen Stahl, meinen Kranich. Für 2 Siegel, sehr gut, 6 Punkte. Kriege eine Münze und einen Siegpunkt. Nächstes Mal spiele ich nur auf den Kranich, alles andere ist mir egal. Dann habe ich vielleicht auch eine Chance. Ja. Na, dann nicht mehr. Die 15 Nein, der geht schon wieder aus. Mir steht immer am Anfang, weil ich gerade, jetzt habe ich habe eine Fernbedienung, warte, ich mache, ha. Habe ich heute schon mit einem Supersticker Zitrone mit Herzaugen bezahlt. Was? Also sie hat heute ja schon einen Supersticker. Ah, ja, ja. Das war ja für die Zukehr. Aber stimmt, das war wirklich sehr, die Forderung, sehr, sehr genau. Forderungen mehr hätte von Ben. Ich sehe. Ich nehme mal den hier. Und setzt den hier ein. Und möchte in die Burg für 2. Und dann möchte ich natürlich noch hochgehen, aber ich glaube, ich möchte nur einen Schritt gehen. Wo gehe ich hin? Gibt es Reisengarten? Sind jetzt auch weniger Schritte, ne? Aber da komme ich, glaube ich, nicht mehr hin. Zu viele Kranich wird es schwierig. Noch 4. Hier wird es. Ne, warum habe ich gerade einen gelben platziert? Ist okay für mich. Ich gucke da auch nicht so genau hin. Oh. Ach, dieses Bild, das erinnert mich so an der Junge mit dem Reiher. Das ist so, so ähnlich gezeichnet. Vielleicht Absicht. Wirklich? Das war mein erster Film von, wie heißt er? Ja, frag mich nicht nach Namen. Von Studio Ghibli. Ja, Studio Ghibli, genau. Der jetzt keine Filme macht, ich glaube, es war sein letzter. Okay. Oh. Warum nicht? Also Tarantino, 10 Stück, dann Schluss. Wird auch langsam älter, glaube ich. Miyazaki, heißt der Miyazaki? Kann man trotzdem Filme machen. Und dann sind wir nach Hause, waren wir zu Hause und dann. Mussten sie mir gleich auch noch der mit der Hexe und der schwarzen Katze ist ja Prinzessin Mononoke. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Prinzessin Mononoke ist. Ich glaube nicht Prinzessin Mononoke. Das mit diesem. Den kanntest du ja schon. Nee, ich kann. Das war der Junge mit der Reihe, weil mein erster Studio Ghibli-Film. Okay. Weil ich bin nicht so Anime, Manga. Nee, ich auch nicht, aber es gibt ja die drei großen, die man kennen muss: Ghost in the Shell, Prinzessin Mononoke und Akira.
Das mit dem Freizeitpark, wo die Eltern sich in Schweine verwandeln. Ah, das ist Schirus, genau. Das ist der nächste in der Reihe. Der hat ja Oscar gewonnen vor. Mir kommt vor wie gestern, aber es ist auch schon 20 Jahre her. Der war auch richtig gut. Schirus Reise in Zauberland. Ich kriege noch eine Münze. Hab ich ein Tableau reingefragt? Nein. Nein, ich kann das nicht machen. Sorry. Das glaube ich, eine andere nehmen. Ich kann keine von den anderen nehmen. Es ist sehr traurig, weil er mit seinen Fächern hinten ist. Naja, die Frage ist ja nicht, wo du während des Spiels bist, sondern wo du nach der Schlusswertung bist. Man muss jetzt euch diese Punkte erschenken. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man in den Spielen immer nicht sieht, wer jetzt wirklich vorne ist, weil das dann nicht so... Das ist auch nicht so demotivierend. Genau, also manche Leute... empfinden das sehr super demotivierend, wenn sie dann sind die ganze Zeit so ein bisschen grumpy beim Spielen. Das war bei dem Spiel, das wir davor gespielt haben, da hätte das passieren können. Da spielt der andere noch eine Viertelstunde weiter, wenn du Pech hast. Und hat dann doppelt so viele Punkte. Ja. Oder dreimal so viele. Oder viermal so viele. Ketura, werdet ihr in eine Runde Frostpunk spielen irgendwann? Also steht hier auch mittlerweile mit Insert. Ich habe auch Bock, das nochmal wieder zu spielen, aber. Wir können ja irgendwie machen ein Wunschspiel oder so, ein Wunschspielwochenende, wo man dann gegen super schätzig Spiele wünschen kann. Allerdings, das Frostpunk hat auch ein riesen Timing-Fest. Aber ja, es ist noch in der Sammlung, es kommt nicht weg, weil es wirklich echt gut ist. Und ich glaube, Flo will mich steinigen, wenn ich es weggebe. Ich weiß nicht, wie es das hingeht. Ich weiß nicht, wie es geht. Okay, ich nehme den doch nicht. Ich nehme doch den. Weil ich nehme das. Weil ich triggere dann die Reihe. Mhm. Und dann kriege ich meine zwei Gegner. Halt auch einen Reiher daneben. Mhm. Wir haben alle Reiher da. Ach, alle? Okay. Das ist die. Von der ersten Grundkarte noch. Aber so. Wieso hast du denn davor noch die Permutkarte? Weil ich eine Karte mehr bekommen habe. Ah, stimmt, du hast erst noch die Münze. Auch noch die Permutkarte furchtbar. So, das war grün, da bin ich dran, ne? Ja. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob ich mehr als 9 Punkte jetzt noch. Ich muss ja, also. Mehr als 9 Punkte, was? Ich habe einen 9 Punkte. Ich habe mehr als 9 Punkte. Ha! Super, ich nehme den hier, auf jeden Fall. Richtig gut. Setz den hier hin, zahle dafür eine Münze, bekomme 2 Münzen zurück, bekomme 3 Reis. 1, 2, 3. Bam! Bekomme, jetzt muss ich das machen, ja, ne? Bekomme hier den Kranich. Ich komme doch in den Punktebereich hier. Und das war mein super schneller Zug. Danke. Da du wolltest ganz viele Punkte machen. Nächste Runde. Also du kannst noch einmal was kaufen. Ja. Ist auch cool, dass man sich die Punkte mit dem erkaufen kann mit dem Würfel. Dann ist es nicht ganz so eingeschränkt. Ja. Jetzt müsst ihr mir noch einmal erklären, wie das hier funktioniert. Du zahlst 4 Geld. Ja, genau. Und dann darfst du einen von denen irgendwo in der Burg hier auslösen. Das ist ja quasi jede Farbe einmal. Okay, und zusätzlich darf ich einen Würfel platzieren. Nein, du platzierst ja einen Würfel für den Garten. Also du willst ja erstmal über die Gartenaktion hier einen Gärtner platzieren. Okay. Dann du willst das. Die Aktion machen, 5 Reis ausgeben, dann 4 Geld ausgeben, dann das machen und am liebsten willst du 8 Geld haben, damit du es zweimal machen kannst. Achso, das kann man dann mehrfach auslösen. Das wird ja am Ende der Runde nochmal ausgelöst, oder? Ja. So viel Geld habe ich jetzt, glaube ich, gerade leider nicht mehr. Scheiße. Naja, dann ist das so. Dann möchte ich den da einsetzen. Da? Oder kann ich den irgendwo anders noch? Dann kannst du da einsetzen, hier, da. Da möchte ich den einsetzen. Da kannst du aber dann nur die Brunnen- und Geldaktion machen. Achso, Brunnen ist das. Ja. Stimmt. Wenn du Garten machen willst, geht das tatsächlich nur. Mit dem Schwarzen kannst du aber hier. Oder? Dann hast du sogar eine Münze. Dann kriegst du ein Geld. Dann bekomme ich eine Münze, das bringt mir nicht besonders viel. Ja. Doch, so gut. Doch, vielleicht einen Punkt am Ende. Nee, ich habe hier nur 3. Ja, kommt ja wieder. Ich werde ein paar Punkte kriegen, Neil. Wahrscheinlich nicht so viele. Setze den hier hin. Aber ich werde zweistellig, da bin ich überzeugt. Gebe meinen Reis aus. Zahle 4 Geld. Zahle 4 Geld. Zahle. Achso, jetzt kann ich. Achso, von denen in der. In der Burg, hier, von denen. Nicht bei dir selbst. Ja. Nee, ich wollte das da unten das hier auslösen, aber ich muss ja dafür das Richtige hier auslösen. Ja, das könntest du hier machen mit dem Siegel. Oder hier mit dem Siegel.
Das ist ja eigentlich relativ egal. Ja. Mache das auf jeden Fall. Also, weil, ach nee, es bringt mir nichts, wenn ich das Geld jetzt ausgebe, ne? Weil der zählt am Ende nichts, wenn der da unten liegt, oder? Ein Punkt. Ein Punkt. Also zwei Geld für einen Punkt ist besser als fünf Geld oder vier Geld für keinen Punkt. Drei Geld für keinen Punkt. Genau. Dann. Drei Geld kriege ich nirgendwo, ne? Viel verlangt. Doch. Das nehme ich, glaube ich. Dann müsstest du den Reiz jetzt hier hinstellen, mit dem hochgehen. Ah ja, stimmt. Ausgehen. Aber das bringt mir, glaube ich, mehr, weil dann kann ich das, bringt dir trotzdem das auch am Ende nochmal machen. Genau. Nee, das wird nicht getriggert. Dann. Wie? Die Gärten werden nicht nochmal ausgelöst? Nein. Die Gärten werden nicht nochmal ausgelöst? Nein! Ich hatte einen mega krassen Superzug geplant. Das ist ja traurig. Dann brauche ich auch das Geld gar nicht mehr. Geld sind Punkte am Ende. Aber ja, aber da brauche ich ja fünf für. Und dann müsste ich ja vier noch bekommen. Um das, dass du mindestens noch ein Punkt ist, ja. Ja. Okay, dann muss ich neu denken. Nur in Runde 1 und 2. Als hätte es eine Regel. Gar nicht bringt das mir nichts. Das eine versagt es da. Ansonsten braucht man es nicht. Gar nicht bringt mir nichts. Der gar nicht bringt mir hier auch nichts. Könnte ich nur einen Punkt bekommen. Ich hätte schon die Häufchen gebildet, über Terra Mystica. Mm. Spielewunschwochenende, sowas finde ich auch schön. Das ist aber teuer. Und wir werden nicht viel spielen, weil wir werden sich die großen Klopper gewünscht. Ich habe mir jetzt ja schon Dark Ages gewünscht, das dauert gar nicht so lange. Wir können es ja versteigern. Wenn ich da noch einen reinsetze. Wo? Hier? Ach nee, ich habe ja dieses Dings nicht. Muss ich ja bezahlen. Dinge muss man bezahlen. Ich muss ja diese Siegel, genau. Siegel bezahlen, wenn ich da das auslösen möchte. Also das. Ja. Und hier wird dir also schon vielleicht was bringen, aber. Ach nee, ich kann ja nur die Weißen haben. Ach. Wieso kannst du nur die Weißen haben? Ich löse das ja jetzt aus. Ja, du löst den Gatten aus. Ja. Kannst du theoretisch auch den triggern, dann musst du kein Siegel zahlen. Ach ja. Aber dann muss ich ja trotzdem Eisen haben. Was muss ich haben? Eisen. Eisen habe ich. Ja, dann. Eins dafür. Dann, und da was, wenn ich das dann habe, dann habe ich noch mehr Multiplikator? Eins. Wäre sinnvoller, hier was reinzusetzen, wenn das ginge, aber geht, glaube ich, nicht. Ja, einen setze ich ja sowieso rein. 30 Punkte. Ja, drei Punkte. Und drei hiervon, drei Permut. Achso, ich wollte ja den da reinsetzen. Das Geld. Völlig durcheinander mittlerweile. Ist ja auch schon spät. Du kannst einfach eine der 3, 6, 9, 13 Aktionen machen. Ich habe ja das schon bezahlt. Ich wollte. Du hast ja deinen Gärtner schon platziert. Das heißt, dein eigenes Wirken. Ja, und ich habe auch schon den bezahlt, um hier was auszulösen. Genau. Du willst eigentlich. Ach ja, ich überlege, welche weiße Karte ich haben wollte. Ja, und du musst, glaube ich, noch das Permut ausgeben, oder? Um hier hochzugehen. Ja. Vermutlich die Münzen hast du schon bezahlt. Ja. Ja. Und ich habe auch schon dieses Siegelding bezahlt. Dann sind wir ja schon recht weit. Ja. Ja. Ich bin nur vom Weg abgekommen. Ich habe mit das hier vertauscht, mit dem hier auslösen. Ja. Unterwegs beim Denken. Genau. Okay. Deswegen dann muss es ja die gekommen. Oder die sein. Ist ja egal welche, weil die sind beide gleich. Damit du nur Bock was machen kannst. Ja. Das heißt, du hast die Münzen gezahlt, jetzt legst du ihn hoch, jetzt geht es ja nur darum, welche weiße Aktion du hast. Ja, genau. Okay. Reis bringt mir nichts. Die Burg bringt mir jetzt auch nicht so mega, also der Turm bringt mir auch nicht so mega viel. Der Brunnen. Ja, wobei der Turm dir wahrscheinlich fast am meisten bringt. Der Turm bringt dir halt nochmal ein Siegel und zwei Ressourcen. Du könntest nur gucken, ob du mit den zwei Ressourcen über diesen Schwellenwert kommst für einen Siegpunkt. Wieso bringt mir der Turm zwei Ressourcen? Der Turm? Also die eine hier.
Ja, aber die eine Ressource allein ist ja schon 70 Punkte. Ja. Und hier gibt dir nochmal ein. Also ist wahrscheinlich sogar am meisten. Ja. Wo, welche noch? Der also Fächer. Der Sieg, genau. Siegpunkt und nicht Ressource. Ja. Doch, ja, Turm. Nehmen wir den Turm. Dann müsste er auch nicht mehr hier leiden mit mir. Den dahin. Aber, wenn du den Turm nimmst, was du auch könntest, oder? Nee, ja, aber dann habe ich nicht eigentlich eine Figur drin. Du kannst auch den hochziehen. Ja, aber ich möchte eine Figur reinbringen. Das stimmt. Dann kriege ich hier meinen Stahl, einen Kranich, der mir nichts bringt. Zwei Geld. Oh, ist doch schön. Und 90 Punkte. Habe ich jetzt die letzte Aktion im Spiel? Nein, ich bin noch dran. Ach, du bist ja grün. Ja, Kranich. Da habe ich mir das eben schon genommen. Das Geld. Kann ich dir jetzt sagen? Wir haben hier jetzt ein Replay. Ich hatte, glaube ich, eben nur noch eine Münze. Du hattest eine Münze. Da, eins Münze. Du musst es jetzt drei haben. Ja. Stopfe ich mich da rein? Entschuldige für die Verwirrung. Ich bin irgendwie unterwegs abgekommen. Das ist ja ein Spiel hier mal. Einfach mal von der Seite drauf guckt. Ja, und das ist auch so super verzahnt. Mhm. Und man dann auslösen und da nochmal auslösen irgendwie gleichzeitig hat. Schade, ich habe mich schon gefreut, dass ich 5 jetzt habe. Ich dachte, ich könnte es zweimal machen. Ich habe hier Häufchen dafür gemacht. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich das jetzt zweimal machen kann. Sind zwei Siegel? Ich hatte gerade zwei Siegel abgegeben. Fertig. Gut, Ben. Dann habe ich jetzt die letzte Aktion im Spiel. Ha! Ben, du kriegst sicher entweder die oder das. Ich krieg beides. Nee, kriegst sicher eins von den beiden. Ich krieg beides. Er nimmt dann nur einen Würfel weg. Also okay. Aber egal, weil es nicht mehr triggert. Ich bin ja nicht mehr dran. Genau, es triggert nicht mehr, deswegen ist es egal. Wenn du die Punkte haben und ich habe geschafft, meine Punkte jetzt. Ich war noch bei dem Schritt, wir sind nicht, da bin ich noch zweimal dran und ich habe irgendwie erst gedacht, ich war einmal bei der Gärtner und irgendwas anderes, was ich gemacht habe, war ja. So, das schon gestapelt. Das. Hier kann ich noch drauflegen. Kostet mich 4 Geld. Mhm. Also ein Punkt. Aber ich kriege ja auch einen Punkt wieder. Ah, da kannst du auch stapeln. Ja, überall stapeln. Nur auf deinem Tableau nicht. Ah, da kann ich auch. Oh! Das kriegt noch mehr Geld. Das könnte ich natürlich auch machen. Dann kriege ich 3, das wäre ein Punkt. Das ist ja kein Punkt wert. Du kannst es noch umtauschen in Münzen oder Ressourcen. Dann mache ich da die. Ist das vielleicht sogar besser? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Oh! Nee. Oder? Warum dauert das Spiel gerade so lange? Ich kann. Ja, yeah, ich kann. Oh, warte. Das ist ja richtig gut. Glaube ich, vielleicht. Ich muss das durchprüfen. Verdammt, was habe ich mir jetzt überlegt? Ich will. Sprich es laut aus. Ich möchte schwarz. Das war richtig teuer. Also egal, ich nehme die schwarze 1, setze die hier ein. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn das total dumm ist. Nimm zuerst die Laterne. Gebe 5 aus dafür. Erst die Laterne. Dann kriege ich die Laterne, dann kriege ich das, dann kriege ich das, dann kriege ich das. Ich komme dann auch rüber. Dann kriege ich. Ein Siegpunkt. Noch, ich bin gleich bei den 10, geil. So, dann habe ich den hier eingesetzt. Dann kriege ich 1, 2, 3 Stahl, noch ein Punkt. Dann gebe ich ein Siegel aus, um die Aktion hier zu machen. Dann setze ich den hier ein. Das ist der falsche. Dann setze ich den hier ein. Zahle dafür 5, bin auf 1 runter. Jetzt kann ich eine beliebige Aktion hier machen. Wenn du sie zahlst. Leider liegt hier nicht die Gärtneraktion. Erstmal 4 Geld zahlen. Da, 4 Geld. Oh Gott, was ich alles hier machen kann, das ist ja abgefahren. So, dann, das ist ja viel besser, als ich eigentlich vorhatte. Ich kann irgendwas hier machen. Ich möchte, glaube ich, das machen. Weil dann kann ich ja noch dahin. Nochmal das. Toll. Vielleicht. Okay. Toll, ich glaube, das mache ich. Also, ich gucke mal, ob das funktioniert. Ich gebe, das kann ich nirgendwo anders günstiger machen. Ne? Nö. Da. Warum liegt das hier? Doch, da. Ha, sehr gut. Dann nutze ich den hier. Dann mache ich jetzt den Militärplatz. Dann zahle ich 3, 4, 5
um mich hier hinzusetzen mit dem... Du musst 4 Siege ausgeben, ist 2 zu 1. Nein! Oh, so ein Unsinn. Ich muss sagen. Du hast... Ich hatte 3, ne? Ja. Gute Nacht, Biene. Und dann scheitert mein Zug. Mit 3 kannst du halt hier hingehen. Ja, das ist auch... Du noch mit deinem Reis, keine Ahnung, was machen. Das ist ein Unsinn. Was gibt's hier? Punkte. Ja, dafür kannst du aber deine Siegel ausgeben, dann hast du deinen Zug. Ich darf den anderen Platz nehmen. Achso, ja, das. Ein Dilemma. Das hat vorhin schon mal eine Aktion nicht funktioniert. Oh, das wäre so mega gewesen. Ne, habe ich nicht ausgegeben. Oh, das ist ja schon gar nicht so gut. Dann das möchte ich. Passt Bini ja die Endwertung. Ja. Ich glaube, die hat das schon ausgerechnet. Biene war schon mal gewinnt. Das werden wir nächste Woche erfahren. Oder sie guckt morgen einfach. Das ist möglich, wenn den Stream nicht löscht. Dann mach ich das hier, dann gebe ich hier einen davon. Dann kriege ich ein Skate. Ein Permut, noch ein Punkt. Sehr viel besser als das, was ich vorher dachte. Dann gehe ich nämlich hier noch einen vor. Sehr viel bist besser. Bist du da jetzt vorgegangen? Und dann ich habe das hier gemacht. Ah, weil du den Kran. Toll. So. Ja, und wieder ist es immer ein Spiel. Ich mache 10 Punkte während des Spiels. Und damit wirst du Zweiter. Letzte, aber ich habe 10 Punkte für dich. Dann lies mal vor, wie die Entwertung jetzt verändert. Ja, die Entwertung ist wunderbar. Wir haben keinen Block, weil wir haben eine Kramerleiste. Das heißt, wir machen jetzt Münzen zu Ressourcen. Je 5. Ernsthaft? Also 5 Münzen, aber das kann ich jetzt zu Münzen machen, ne? Sonst ist das nichts wert? Ja. Okay, oder dann, zu Ressourcen, wenn du es lieber in die Ressourcen umwandelst. Aber vielleicht ist die eine Münze auch einfach besser. Kommt aufs Gleiche raus. Also mache ich hier eine Münze draus, dann kriege ich dafür einen Punkt. Ihr habt 0. 0. Keine mehr. Hervorragend, so kann das weitergehen. Von jeder Ressource, hier das jetzt, ich kriege da 2 Punkte. 0. Eins. Wo kriege ich eins? Hier, für den. Ah, ja, genau. Dann Jahreszeiten leisten werden. Wenn du mit dem Einflussmarker da kriege ihr beiden 6 Punkte, dann gehst du auf 14. Ich kriege 3, gehe ich auf 16. Dann eingesetzte Figuren, Höflinge, da wo sie sind. Hier kriegen wir beide jeweils 1 Punkt. Hier kriegt Grün 3, 6, 12. Gelb kriegt 3. Und Rot kriegt 6. Und Rot kriegt 6. Also musst du weitermachen. Und Rot kriegt 10. Und Gelb kriegt 10. Ah, ich glaube, hierüber werde ich nicht mehr gewinnen. Krieger. Da kriegt hier 1, 2, also 5 mal 1, 2, 3 sind 15 Punkte für Rot. 4 sind 20 Punkte für Rot. Flipp mal. Also auf die 40, genau. Also auf die 40 oder? Ja, 40 plus. Dann kriege ich Grün 1, 2, 4 mal 4, 16. Da werde ich noch überholt. Und ich kriege 2 mal 2, 4. Wow. Ja, da. Dann Gärtner. Da kriege ich Grün 5, 8, 17. Oh, das ist schon nicht schlecht. Rot 9 und Gelb 13. Wer nun die meisten Punkte hat, gewinnt. Nee, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja, das war einmal die Weiße Burg. In AP-Modus. Ja, wir planen alles durch. Das ist ja schon jetzt auch auf dem Weg zum Expertenspiel. Das ist auf dem Weg zum oberen Rand des maximalen Kennerspiel-Empfehlungslevels. Ja. Aber wenn Iki empfohlen werden kann, dann ja, das hier ist ja viel banaler als Iki. Ja, man kann schon mehr sich da reindenken, aber vom Regelwerk ist es banaler, ja. Ja. Also ist cool, dass man nicht so einen mega Berg an Regeln am Anfang hat irgendwie. Ja, ist ja ein Guckspiel. Genau, muss halt gucken, was so gerade die tollsten Aktionen sind. Ja, die Kombination ist ja klein. Also in den kleinen Dingen, dass man ja die Ressourcen auch wieder sehr, sehr beschränkt sind. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich in den USA kommt es nicht so gut an, aber es ist ja für den europäischen Markt dann schon schön.
dass man dann aus dem Wenigen das Beste machen muss. Auch dass die Aktionen so minimalistisch wenig sind. Ja, und du denkst trotzdem oftmals im Kreis, weil du denkst, okay, ich kann hier jetzt einen Würfel nehmen, welche Aktion kann ich dann, auch die Ressource, wo kriege ich die? Wenn ich das nehme, kriege ich vorher das. Dann kann ich aber das nicht machen und dann kann ich jetzt einen Bootor, brauche ich wieder das und mache ich doch vielleicht vorher einen Zug, wo ich mir den Reis hole, um da was reinzusetzen, hier die viel Geld und dann hat er schon ein paar so Zirkelsachen drin. Ja, man muss nur, glaube ich, damit, also damit es auch flüssiger läuft, immer relativ diszipliniert sein, was man macht. Das heißt, okay, ich nehme jetzt einen Würfel. Das erste, was ich mache, ist immer das. Ja. Dann habe ich das und wenn du's dann darfst, mache ich das zweite. Ja. Das schon. Sonst kommt man da gut durch. Wird es dir gefallen? Gut. Das war cool. Aber wir haben ja eigentlich alle gewonnen. Ihr habt mich ja gut unterstützt. In meinem Sieg. Das fühlt sich gut an, wenn ich gewonnen habe. Dritter. Dann hab ich das doch gerne gemacht. Sehr gut. Ich glaube, es war mein bester Score bisher in diesem Spiel. Ah, das ist mein schlechtester, mit Abstand. Danke. Aber ich habe auch erst zwei Partien gespielt. Ich glaube, den ersten habe ich nicht mal. Ich gucke, ob ich meinen Score gelockt habe. Nein. Oh, kann ich jetzt auch machen, hier bearbeiten. Was haben wir dann an Punkten? Wir haben 47 zu 51 zu 66. 50, damit sage ich Glückwunsch an Jana. Du hast den besten jemals gelockten Score in meiner App bei diesem Spiel. Sehr gut. Wir waren unsere persönliche Bestleistung. Hast du nicht gesagt, du hast noch nie gelockt? Richtig. Ja. Warum steht das da? Ja, ja, aber dadurch, dass das Spiel vielleicht nicht so oft auf den Tisch kommt, ist es vielleicht auch ein Ewig-Score. Ja. Genau. Und wer weiß, immer in Bens. Bist du ganz vorne. Ja, jetzt müssen wir sofort noch eine Partie spielen. Ja. Aber der bringt schon 9 Punkte schon viel. 9 Punkte schon nett, ja. Ja. Aber das macht halt auch Spiel, ist halt schwierig, ihn zu nutzen, weil es auch viel Geld ist. Ich konnte ihn halt nur einmal nutzen. Ja. Aber 9 Punkte, ja, sind ja auch schon 20% der Punkte, die ich überhaupt gemacht habe. Ja, ich hätte gerne nochmal. Also hier alle zu haben, aber sind ja schon 23 Punkte, das ist ja die Hälfte von meinen Punkten. Da ist schon bitter für mich, dass ich den nie nutzen konnte. Ja, schon sehr schön gewesen. Ist schon gut am Anfang auch auf die Gärtner zu gehen und später dann den. Ja, das ist halt sehr situativ. Ich habe den einen Gärtner gelegt, habe mir nie was gebracht. Das ist richtig, weil die das halt roten dann Würfel sehr beliebt waren. Weil sie halt auch einfach so gewürfelt wurden, dass sie attraktiv waren. Ja. Das waren ja der niedrigste 4 in der zweiten Runde, dann sind sie halt weg. Ja. Und die erste Runde habe ich selber beigeführt, weil ich einen genommen hätte, den ich nicht hätte nehmen müssen. Aber auch in der ersten Runde waren sie ja schon hoch. Ja, die waren alle sehr hoch. Weiß war nicht so attraktiv diese Runde. In keiner Runde. War immer da geblieben. Ja, fand ich gut. Auch wenn es mir nicht viel gebracht hat. Ach, ist auch schlecht. Oh, hier die 2. Ja, ist ja auch nur 2 gezählt. Wenn das eine Ressource gewesen wäre, wäre es viel besser gewesen. Gut, dann sagen wir erstmal vielen Dank an euch. Wir machen jetzt die Auswahl. Ich muss morgen Disc Golf spielen gehen. Ich muss in den Garten. Um alle was zu tun. Und noch einen Ghostwriter. Ich glaube, da kriegen wir Vincent nicht mehr zu. Ihr könnt gerne eine Runde Ghostwriter spielen. Ich schaue euch von zu Hause aus zu. Geht zu zweit leider nicht so gut. Was? Das ist doch das perfekte Spiel. Keins würde es zu zweit gehen. Gut, wenn das nicht zu zweit spielbar ist, dann kann es auch nicht Spiel des Jahres werden. Und doch, Dixel ist auch Spiel des Jahres geworden. Und hier, Just One auch. Just One geht zu zweit. Sub 3. Du hast einfach keine Fantasie. Natürlich geht das bestimmt. Ja, das geht. Also, wir haben Solo zur Not. Gut, also, bis vielleicht morgen Abend und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.